gehen kann, abseits von diesem Gesetz. Bevor wir hier in diese Diskussion auf diesem Panel gleich einsteigen werden, möchte ich aber noch Gerhard Baum begrüßen. Er wird uns einen kurzen kleinen Input noch geben zur Sicherheitsgesetzgebung und auch Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger wird danach noch ein paar Sätze zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so heißt es ganz kompliziert, für uns geben und danach starten wir auch in dieser Diskussion. Herr Baum, bitteschön. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich habe mich eben daran erinnert, dass wir in der Theodor-Heuss-Stiftung einen Menschen mit dem Theodor-Heuss-Preis geehrt haben, der sich mit unserer Materie befasst, Timothy Appen-Esch. Sabine, wir haben für seine Nominierung gekämpft, erfolgreich. Dieser Mann hat über das Internet und seine Wirkung geschrieben und sehr drastisch unter anderem gesagt, das Internet ist eine Kloake. Das heißt, das Internet kann, wie wir alle wissen, benutzt werden, um Menschen zu erniedrigen, um Hass und Desinformation zu verbreiten. Das Internet kann als Machtmaschine benutzt werden, das ist politische Macht. Trump wäre aus meiner Sicht nie Präsident geworden, ohne die Manipulation der verschiedenen, die im Internet stattgefunden hat. Er hat zum Beispiel die schwankenden Wählern in diesen Swing States hat er mit Millionen von einzelnen Informationen zugedeckt, die ihrem Vertrauen an Clinton erschüttert haben. Da hat er, glaube ich, 1,5 Millionen einzelne Ansprachen gehabt. Also das Internet ist ein Riesenproblem und das hat bei allen Chancen, das beschäftigt uns ja hier, mich seit Jahren, eine Schattenseite, eine Nachtseite. Und das ist die Verletzung der Privatheit. Die Vereinten Nationen haben im November erneut eine Resolution der Generalversammlung verabschiedet, die heißt The Right to Privacy in the Digital Age. Und da ist praktisch eine Art Magna Carta des Privatheitsschutzes in der Völkergemeinschaft. Das ist ein Thema nicht nur von uns Deutschen oder den Europäern. Die Europäer haben sich dem Thema auf dem Felde der privaten Daten gestellt mit der Datenschutzgrundverordnung, die 2018 in Kraft tritt. Das Anpassungsgesetz in Deutschland ist nicht so schlecht, wie es mal war. Es sind da wieder Öffnungen erfolgt, aber hier gibt es also eine Brandmauer in Europa. Insgesamt ist das ein Thema für die Menschheit, ein Völkerrechtsthema. Und wir müssen uns überlegen, was da in Zukunft passiert. Sabine Leuthäuser hat ja schon als Justizministerin vorgeschlagen, den Zivilpakt zu ergänzen. Man wird darüber nachdenken müssen, eine neue Genfer Konvention für die Kriegsführung möglicherweise zu verabschieden. Also wir bewegen uns auf einem Terrain, das sehr viel weiter ist als nur diese eine Facette, die wir heute in dem Gesetz beleuchten. Und wir haben gestern, Frau Leuthäuser und ich, eine Bundespressekonferenz gemacht mit dem Parteivorsitzenden Lindner. Und in dieser Pressekonferenz haben wir kritisiert, was die Regierung in den letzten Monaten, die Große Koalition, aus unserer Sicht auf diesem Gebiet falsch gemacht haben. Wir haben nicht thematisiert, das wird aber noch kommen, was die Regierung nicht gemacht hat. Die Regierung hat uns nicht wirksam geschützt. Mit Schutzaufträgen, die beispielsweise in dem Online-Urteil von 2008 stecken, das wir erstritten haben, sind nicht ausgefüllt worden. Wir sind umgeben von im Internet der Dinge, das immer mehr über uns preisgibt. Und es schleicht sich überall ein, dass der Persönlichkeitsschutz ausgehöhlt wird. Es gibt zum Beispiel ein Gesetz über das automatisierte Fahren, kaum beachtet und oft sind Persönlichkeitsrechte effektiv verletzt. Das Auto spricht auch gegen den Halter und gegen den Fahrer. Und so einfach durch die Hintertür ist dort auch der Datenschutz wieder ausgehöhlt worden. Also das große Thema, wie wir die Privatheit, das heißt die Menschenwürde schützen gegen die Perversion im Internet, ist heute hier nicht das Thema. Und wir werden es aber auch in der FDP vertiefen. Es ist im Wahlprogramm eigentlich ganz gut zum Ausdruck gebracht. Aber wir haben gestern ein Signal setzen wollen und Christian Lindner, Frau
Frau Schnarrenberger und ich ein Signal setzen wollen gegen diese Flut von Änderungsgesetzen, die in den letzten Monaten, in den letzten anderthalb Jahren in uns eingebrochen ist. Es ist ja, jede Ministerkonferenz, man denkt, man irgendwo ist das mal zu Ende. Nein, das geht immer weiter. Jede Innenministerkonferenz bringt was Neues und jeder Terroranschlag bringt was Neues. Die bittere Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, auch Dinge, die vollkommen absurd erscheinen am Anfang, verschwinden nicht. Ich bin überzeugt, dass die erkennungsdienstliche Behandlung von Kindern nicht vom Tisch ist. Überall wird versucht, noch irgendwas auszugraben, was gemacht werden muss. Und wir haben eine Fülle von Gesetzen, die haben wir in einer sogenannten Giftliste, die wir gestern verteilt haben, haben wir die aufgeführt. Zum Beispiel solche kleinen Dinge, Wohnungseinbruch, Diebstahl wird verbrechen und damit ist es eine Vorratsdatenspeicherung. Also überall schleicht sich das ein, dass der Rechtsstaat erodiert. Und da ist die einzelne Maßnahme vielleicht gar nicht so wichtig. Durch einzelne Maßnahmen. Aber in der Summe wird das noch viel schlimmer. Wenn das alles zusammengefügt wird zu einem Gesamtbild, dann hat man eben eine solche Liste von Vorratsdatenspeicherung. Sie kennen ja wahrscheinlich die Entwicklung. Jetzt hat ein Provider erreicht, dass herausgenommen wird. Was machen die anderen? Müssen die auch alle klagen? OVG Münster, das Verfassungsgericht sitzt auf unserer Beschwerde. Es ist nicht auf der Terminliste irgendwo sichtbar, weil es entschieden wird. Offenbar fürchtet das Gericht, mit dem EuGH in Konflikt zu kommen, weil der EuGH im Grunde gekennzeichnet durch massive Grundrechtseingriffe, für das das Bundesverfassungsgericht im präventiven Bereich hohe Hürden aufgelegt hat. Jetzt kommt das Strafprozessrecht in den Fokus. Wir werden gegen dieses neue Gesetz, das klammheimlich untergeschoben war, einem anderen Gesetzgebungsverfahren in der letzten Woche, Verfassungsbeschwerde einlegen. Eindeutige Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts werden ignoriert. Und das Gleiche gilt für das Bundeskriminalamtsgesetz. Auch hier haben Liberale ein Urteil erstritten, April letzten Jahres ist es verkündet worden. Und hier sind auch wieder Grenzüberschreitungen feststellbar, grundrechtseinschränkende Maßnahmen, die wir angreifen werden. Aber es gibt auch eine Fülle noch anderer Dinge, zum Beispiel das Video, wunderbarer Name, Videoüberwachungsverbesserungsgesetz. Nicht nur Videoüberwachung, kann man natürlich diskutieren. Es gibt ja auch Videoüberwachung, auch gesetzlich zugelassene Videoüberwachung. Aber es geht also langsam so weit, dass wir befürchten müssen, dass wir irgendeines Tages, dass jede Person im öffentlichen Raum identifizierbar ist. Übrigens hat Großbritannien die größte Zahl von Videokameras überhaupt. Ich glaube, in London allein 20.000, dass Videokameras keine Straftaten verhindern können oder nur begrenzten Maßes bekannt. Die Anschläge in Großbritannien sind durch Videokameras nicht verhindert worden, wie es ja überhaupt der Fall ist. Vielfach bei den Dingen, die wir vor Augen haben, bei der Terrorbekämpfung, dass die Täter bekannt waren, dass die Täter zum Beispiel Amri hätte man in Haft nehmen können. Und die Tat, bitter muss man das sagen, die Tat hier in Berlin am Weihnachtsmarkt hätte verhindert werden können. Amri hätte längst nach dem geltenden Recht in Haft genommen werden müssen. § 58a Aufenthaltsgesetz, das ist nicht geschehen. Man hat diskutiert, es gibt Zentrum und Daten ausgetauscht werden. Dieses Zentrum sind aus 40 Leuten. Es ist vollkommen unklar, wer die Verantwortung hat. Also wichtig ist die konsequente Anwendung des Gesetzes, der konsequente Austausch von Informationen. Und wichtig ist auch, was uns bei all den Diskussionen der letzten Wochen fehlt, eine Evaluierung, eine Effizienzkontrolle der Maßnahmen, die beschlossen worden sind, alles aufeinander geschichtet und nie mehr überprüft. Und wichtig ist auch die Prävention, das heißt auch die Täter einzuwirken, auf die Täter Einfluss zu nehmen, bevor sie eine Tat begehen hat. Gewalt beginnt in den Köpfen
Und es gibt hervorragende Erfahrungen von sehr kundigen Leuten mit Präventivmaßnahmen im Bereich des Rechtsextremismus, etwa in Sachsen. Also und, da gibt es die Vereinigung, die sich damit befasst, von Herrn Wagner. Und es gibt Herrn Mansour, der sich mit Dschihadisten befasst. Also Prävention haben wir jetzt auch in Nordrhein-Westfalen in der Koalitionsvereinbarung verankert. Übrigens, dort haben wir die Schleierfahndung so gestaltet, wie sie jetzt vom EuGH bestätigt worden ist. Also wir haben es nicht auf die Linie von Herrn Hamann und der CDU zu gehen. Bei Koalitionsvereinbarungen müssen Sie auch immer aufpassen und zur Kenntnis nehmen, was nicht drinsteht, nicht? Was an anderer Seite nicht durchgesetzt hat. Also wir sind in einer Situation, wo der Rechtsstaat immer mehr in die Defensive gerät und dazu gehört, Herr Lindner hat gestern zu Recht gesagt, wir müssen aufhören, reflexhaft immer weiter gehende Befugnisse zu geben, die richtigen Stellen müssen die entscheidenden Informationen haben, daraus die richtigen Schlüsse ziehen, klare Verantwortlichkeiten und da natürlich auch haben wir gestern auch auf unser heutiges Thema hingewiesen, die Art und Weise, wie ein solches Gesetz, das absolut Neuland betrifft, behandelt worden ist, ist meines Erachtens ein Skandal. Keine ruhige Zeit des Überlegens, des Nachdenkens, des Nachprüfens. Das Gesetz selber, der Gesetzgebungsvorschlag, war völlig unzureichend. Ich habe selten erlebt, dass ein Gesetz so zerpflückt worden ist in der Öffentlichkeit, wie das in den letzten Wochen geschehen ist. Es sind weitreichende Neuerungen, die man eben aus der Netzsituation herausgezogen hat. Und das betrifft eben, wie wir alle wissen, die Meinungsfreiheit, das betrifft die Durchsetzung des staatlichen Strafrechtsanspruchs. Es sind ja Strafrechtsdaten, die im Wesentlichen zur Debatte stehen. Und es betrifft also den internationalen Datenaustausch. Aber es ist ja überhaupt nicht zu machen, wenn man sich nicht international vereinbart. Wo stehen denn die Server, wo werden denn die Dinge gesammelt? Also aus der Makroperspektive ist das alles eine Frage der internationalen Rechtshilfe und in diesem Sinne auch hochproblematisch. Wobei immer wieder zu sagen ist, wir alle sind gegen diese Auswüchse des Netzes, aber wir wollen sie mit rechtsstaatlichen Mitteln bekämpfen und dem widmen wir uns ja heute auf diesem Podium. Dankenswerterweise hat die Nauern-Stiftung jetzt einen starken Schwerpunkt auf die Bürgerrechte gelegt und wie Sie aus der gestrigen Teilnahme von Herrn Lindner an der wunderbaren Bundespressekonferenz sehen, ist die FDP auch hier sehr viel aktiver als in manchen früheren Zeiten, an denen wir uns, was sagen wir, nicht so gerne zurückdenken. Aber der Himmel hält sich auf und ich hoffe, dass wir heute durch die Diskussion weiterhin zur Klarheit beitragen können. Vielen Dank. Ja, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Stiftung, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, begrüßen. Ich bin dort jetzt seit einigen Jahren im Vorstand und wir haben uns sehr früh mit diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetzentwurf beschäftigt und sind als Stiftung auch zu der Bewertung gekommen, dass es sehr viele Gründe gibt, die gegen diese Art des Gesetzes sprechen. Wir verkennen überhaupt nicht, dass es ja heute schon ein Prinzip gibt, auch im Telemediengesetz niedergelegt, Take Notice and Take Down. Und es wird ja immer gesagt, das soll jetzt ja nur durchgesetzt werden, das ist also quasi die Fortsetzung dessen, was ja sowieso schon als Verpflichtung besteht. Aber so einfach ist das eben nicht, meine Damen und Herren. Die Frage, was kann der Staat selbst tun, um seinen Strafanspruch durchzusetzen, nämlich dann, wenn es sich wirklich um rechtswidrige Meinungsäußerungen handelt. Aber wann ist eine Meinungsäußerung eben nicht mehr von Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt? Und der Artikel 5 der Meinungs- und Pressefreiheit in unserem Grundgesetz schützt
der ist natürlich auch eine elementare Säule unserer Demokratie. Und da heißt es auch, Gerd Baum hat ja Timothy Garton Ash angesprochen, der ein großes Buch über Redefreiheit veröffentlicht hat, der eine lange Untersuchung vorangegangen ist, dass man auch einiges auszuhalten hat, gerade in offenen Gesellschaften, die sich dadurch auszeichnen, anders als autokratische Systeme, dass man hier eben auch sehr offensiv miteinander streitet, sich auch Dinge an den Kopf wirft in politischen Situationen, Auseinandersetzungen in anderen. Und dass letztendlich das Strafrecht mit Volksverhetzungsverbot, mit eben auch Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdungsverbot, dann nur die Auswüchse wirklich auch verbieten soll. Aber einiges in unserer Demokratie müssen wir als Individuen, die eben ihre Meinung haben, auch dem anderen zugestehen und damit auch eben aushalten. Das richtig auszutarieren, das soll angeblich mit diesem Gesetzentwurf gelingen. Wir als Stiftung sind der Meinung, also da stellen sich halt eigentlich mehr Fragen und Bedenken, als dass man dieses Werk so jetzt als den Durchbruch feiern kann. Darüber wollen wir ja gleich im Einzelnen diskutieren. Deshalb will ich auch auf den Gesetzentwurf und vor allen Dingen auf das Stadium der Beratungen, die sind nämlich jetzt in die heiße Phase geraten, gar nicht an dieser Stelle eingehen. Denn es gibt nach massiver Kritik, auch nach einer Anhörung, die in dem federführenden Bundestagsausschuss durchgeführt wurde, wo von, glaube ich, 10 Experten 8 eigentlich sehr fundierte rechtliche, aber auch aus ihrer Sicht wirtschaftliche, politische, andere Gründe vorgebracht haben. Also nicht, weil es jetzt in allererster Linie darum ging, dass Facebook nicht ändern möchte, nach dem Motto, lasst uns in Ruhe, die Leute sollen lang auf unserer Plattform verweilen und das andere interessiert uns nicht. Also ich glaube, angekommen, auch spätestens durch die Debatte, ist das schon, dass da eine große Verpflichtung ist, auch das als Plattformbetreiber, als sozialer Netzwerkbetreiber etwas zu tun. Und es gibt natürlich viele. Und wenn man ein Gesetz macht, wo eben kleinere, aus guten Gründen, Netzwerke ausgenommen werden, bis zu 2 Millionen Nutzern, dann darf man sich nicht wundern, dass dann auch diskutiert wird, ja, gehen dann die Nutzer, die meinen, auf größeren Plattformen mit sehr viel mehr Teilhabern, was natürlich die Attraktivität ausmacht, dann gehen die vielleicht woanders hin. Was heißt das? Was verschiebt sich da möglicherweise? Aber das ist nur ein einziger, ein kleiner Aspekt. Der aktuelle Sachstand ist der, dass aufgrund massiver Kritik, die ja auch ein Bündnis in einer Deklaration für die Meinungsfreiheit mit publiziert hat, ein Änderungsvorschlag vorliegt, der sich mit Einzelpunkten befasst, mit Einzelpunkten auch wie einer regulierten Selbstregulierung. Aber ob es den Kern betrifft dessen, der hier im Mittelpunkt der Kritik steht, mit der Gefahr, dass zu viel gelöscht werden kann, dass zu stark in die Meinungsfreiheit dann damit eingegriffen wird, ob das handhabbar ist, dass Menschen, die sich sonst mit Fragen gar nicht beschäftigen, müssen jetzt mit einmal entscheiden, das ist offensichtlich rechtswidrige Meinungsäußerung, das ist nur eine rechtswidrige und das ist eine erlaubte. Und wir wissen anhand von ganz konkreten Beispielen, dass das extrem schwierig ist, auch für Gerichte, dass es bis zum Bundesgerichtshof Verfahren gibt, wo dann gerungen wird, was ist noch erlaubt in Deutschland, was nicht. Und dass das dann noch in vielen Staaten innerhalb der Europäischen Union, aber gerade auch außerhalb, gerade auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, anders gesehen wird, eine andere Tradition da ist, eine andere Kultur da ist, mit Blick auf Umfang der Meinungsfreiheit, kommt dazu, dann bewertet man auch Äußerungen anders, ordnet sie anders ein. Und all das ist natürlich mit in die Erwägung einzubeziehen, wenn es um so ein doch grundlegendes Gesetz geht. Und deshalb hat die Stiftung gesagt, damit wollen wir uns ganz aktuell mitten in diesem Meinungsbildungsprozess, wo eben möglicherweise dann in dieser Woche noch das Gesetz verabschiedet werden wird, so ist es geplant, jetzt wird es gerade in dem zuständigen Ausschuss, befasst man sich jetzt gerade im Einzelnen damit. Und das wollen wir gerne eben dann für die Gesellschaft außerhalb des Bundestages hier auch mit begleiten. Und deshalb haben wir, glaube ich, mit diesem Termin heute hier
uns ganz gut positioniert. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Frau Siekert die Moderation, Leitung dieses Podiums übernommen hat, mit sehr unterschiedlicher Zusammensetzung. Und vielleicht darf ich noch sagen, dadurch, dass heute eben die Abgeordneten gefordert sind, hat dann der Herr Kimball, der für die SPD, SPD-Abgeordneter, Netzpolitiker der SPD, der zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung auch sehr mit seiner kritischen Meinung nicht hinterm Berg gehalten hat, nicht kommen kann. Er ist für das Gesetz, hat sich dazu auch schon mal immer wieder geäußert, weil er jetzt in den Ausschüssen mitberaten muss. Das bedauern wir, aber so ist nun mal der parlamentarische Ablauf. Vielen Dank, dass Sie Interesse an dem Thema zeigen. Frau Siekert, Ihnen gehört jetzt hier alles. Ich gehöre aber nicht mehr ganz allein. Ich habe ja hier noch viele Stühle stehen. Also Frau Wolfmüller Scharrenberger, kommen Sie doch gleich. Genau, an meine Seite am besten. Christian Mier, Geschäftsführer von den Reporter ohne Grenzen, kommen Sie auch gerne dazu. Und Arndt Haller von Google Germany, er ist der Leiter der Rechtsabteilung für Nordeuropa. Und Sami Al-Khadib, da ist er. Er ist Journalist und Menschenrechtsaktivist bei The Syrian Archive. Und bevor wir hier auch gleich loslegen, wird Javi Al-Khadib uns noch eine kurze Einführung in seine Arbeit geben. So, guten Tag. Mein Name ist Hadi Khatib. I work as a journalist with the Syrian Archive Project. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. And this information fake news subject is a bit complicated, so that's why I'm switching into English. So if anybody wants to follow up, we have this. I don't know if you have some of this. So I have been working with the Syrian Archive project since 2014. I was working in Turkey, in the south of Turkey, with lawyers, journalists, and human rights activists. And the project is about collecting, verifying, preserving, and investigating the visual evidence of human rights violations in Syria committed by all different sides. And the goal is to create an evidence-based tool so it can be used by lawyers for accountability purposes, it can be used by journalists for reporting purposes, and it can be used also by human rights organizations for advocacy purposes. And we are mainly focusing on video and photo evidence of human rights violations. So as we were working since 2014, we have been collaborating with a lot of organizations. For example, the Amnesty International, Human Rights Watch, as human rights organizations, but also institutions such as the United Nations Commission for Inquiry, which is the main investigation team that kind of do investigation in Syria since 2011. And with that, we have witnessed a lot of disinformation. We have witnessed a lot of fake news. And of course, in the time of war, this is something that is more normal. In the time of war, fake news, it comes, and this is totally correct. But as we have been going through the years, we have seen a new level of disinformation. Especially that the Syrian government has been trying since the first day in 2011 to control the narrative by blocking journalists from being inside the country, by not allowing a commission of the UN to investigate specific incidents in specific locations. So we were having a problem, which is we don't have access to the actual country and, for example, the actual location that has been attacked or has human rights violation that happened. And we were depending on information that was going through the internet. So information that has been captured by journalists who were working in Syria, by human rights defenders, and by citizens, just normal citizens who have a phone, smartphone, and had internet connection. And they were uploading things online. And then we were having a big problem, which is,
How can we verify this information, and how do we make sure that this is not disinformation and not fake news? So we have quite started this project just to make sure that we tackle this issue of disinformation, because we were at the point that it's not just one party that is spreading the disinformation, fake news, but it was also many parties, many groups who are on the ground, but also many governments who are involved. So I will be going through only one case study about disinformation and how we tackled this issue and how we have been tackling this issue since 2014 until now. So the case study is about the Russian Ministry of Defense, that they have started their operation in Syria in 2015, September 2015. And the main operation was about the fight against ISIS. We are only going to attack ISIS-controlled areas in Syria. And since the beginning of the operation in September 2015, the Ministry of Defense have published videos about the attacks itself on their YouTube channel, publicly available for everyone to have a look at. And on the Ministry of Defense public YouTube channel, they mentioned that we are, for example, this is one example, that they are saying we are using the Sukhoi to destroy ISIS in a location near Raqqa. Raqqa was an ISIS-controlled area since a long time in Syria. And what we have done is we have just checked the location of the video through using Google Earth. And we have found that the location is really not near Raqqa. The location is 125 kilometers away from Raqqa. And we are not saying here that this is wrong. It might be a legitimate target, but we are just establishing that this information that has been going online through the Ministry of Defense, their public account on YouTube, is wrong. So we have found this place and we have compared it, the video with the satellite imagery from Google, and we have found that it's in a government called Idlib, 125 kilometers away. Also, there has been other incidents of disinformation, and this is one of them. For example, this is news has been published by the Syrian Arab News Agency. It's the main agency that share news about the Syrian conflict, and it's linked to the Syrian government. And in this incident, they have mentioned that the US-led coalition had targeted a water pumping station in Aleppo. So US had airstrikes, a location that has water sanitation. It was published on the 27th of November 2015 on SANA News Agency. UNICEF, after a couple of days, they also said that this water sanitation facility that is called Kafsa is actually producing an average of 80 million liters of drinking water daily, and it's serving a big number of Syrian civilians who are living around Aleppo government. And we're talking about 4 million people across Aleppo overall. So we understand that there is this information that is being spreaded. And after a couple of days, the Ministry of Defense has published a video on their YouTube channel saying that we have airstrike against an old refinery near Kafsa. So it's in the same location, but they are saying it's an oil refinery. And what we have done, again, to tackle this issue is we just looked at the YouTube video that they have published, and we compared it to Google Earth and other satellite imagery. And we have seen that it really doesn't look like an oil refinery. It looks like something different, water sanitation maybe. And we have geolocated this, and we were then able to see photos online about this refinery that has been published through the internet. So just through normal searching, we have found these photos. But the more interestingly, that if we write Kafsa, and we search depending on PDF through the internet,
we have found that there was a German company that was renovating the pipeline between the lake that the water sanitation was attacked and Aleppo years ago. So this was a contract, official contract on the, it's called the Hamburg Wasser, the company. Years ago they were fixing the water sanitation in Syria. And this established that this place is actually a water sanitation, it is not an oil refinery. And we are again not saying that it could be a target that they wanted to attack. We are just establishing that the information is quite wrong to say an oil refinery and then it's a water sanitation. So since then, we have been following a lot the social media information, particularly from the Ministry of Defense, and we have seen that 60% of the social media news was fake, verified 25%, and in 2016 right now is 41% false, 38% verified, and 21% unknown. And this is just one example of the many other groups who are doing the same, and we are just tackling the issue through collecting everything from social media and going through a verification in specific methods. That is all online on our website, cnarchive.org. Thank you very much. Ich glaube, das Beispiel oder die Beispiele, die zeigen zumindest sehr gut, was falsche Informationen anrichten können und welches Ausmaß sie haben können. Auf der anderen Seite befinden wir uns zumindest gerade jetzt in Deutschland. Wir sind ein freies Land, wir befinden uns auch nicht im Krieg. Vielleicht Herr Mir, wie groß ist das Problem von falschen Informationen tatsächlich bei uns in Deutschland? Was für eine Bedrohung steckt da? Aus unserer Sicht von Reporter ohne Grenzen, und das ist durchaus nicht nur eine Meinungsfrage, sondern auch eine empirische Frage, die empirischen Hinweise, die es gibt, ist, glaube ich, das Problem von Falschnachrichten maßlos und massiv überschätzt, und das ist, glaube ich, auch eines der Probleme dieses Gesetzes, warum wir ja heute jetzt auch hier sitzen, dass da eine empirische Grundannahme ist, die aus meiner Sicht wirklich hanebüchend ist. Klar gibt es Falschnachrichten, es gibt auch Hassrede, aber ein Teil des Gesetzes, da kommen wir ja drauf, das geht ja in dem Gesetz auch leider so munter durcheinander. Falschnachrichten, Hassrede und allein bei der Definition dessen gibt es offenbar eine massive Unklarheit in dem gesamten gesetzgeberischen Verfahren. Aber um es vielleicht mal in Zahlen auszudrücken, Falschnachrichten ist ja einerseits was sozusagen von Menschen gemacht ist und andererseits auch von Technik vielleicht reproduziert werden kann durch Social Bots. Und alle empirischen Hinweise, die es gibt, sagen, dass es letztlich ein kleines Problem ist, was gefühlt viel größer ist, weil es so unmittelbar ist und so unmittelbar bei mir aufpoppt, wenn ich einen Facebook-Account habe, wenn ich Google nutze. Aber es gibt Hinweise darauf, dass sowohl die Bedeutung von Social Bots und die Verbreitung von Falschnachrichten deutlich überschätzt sind, als auch das tatsächliche Vorkommen von Falschnachrichten und das ist eigentlich viel wichtiger, die tatsächliche Wirkung sozusagen überhaupt nicht so unmittelbar ist, wie das dieser Gesetzentwurf ja nahelegt, weil das muss ich Ihnen alles wahrscheinlich hier im Publikum nicht sagen, sind alles politisch mündige Menschen, vermute ich, aber stellen Sie sich das selber mal vor, sozusagen, wenn Sie jetzt eine Falschnachricht hier sehen, ändern Sie dann sofort Ihre Meinung. Das glaube ich nämlich, das ist nicht so. Da gibt es ja auch ein paar Studien, wir haben ja eingangs auch zum US-Wahlkampf das gehört. Es gibt eine Studie der Stanford-Universität und die ist, finde ich, sehr, sehr, sehr erhellend. Die sagt aus, dass sozusagen, wenn jemand seine Meinung durch eine, wie jemand eine Meinung durch seine eine Falschnachricht hätte, wann der die geändert hätte. Und das wäre nur dann der Fall gewesen, wenn ich 36 Mal dieselbe Falschnachricht hintereinander gehört hätte, dann kann das zu einer Verhaltensänderung führen. Und ich glaube, das ist etwas, was teilweise, glaube ich, auch auf die hiesigen Verhältnisse übertragbar ist und, glaube ich, eine Ahnung gibt, dass das, glaube ich, ein massiv überschätztes Problem ist. Ich würde vielleicht auch gerne einmal die Frage ins Publikum richten wollen. Wer von Ihnen hat denn bewusst schon tatsächlich mal eine Falschnachricht im Netz gesehen? Wem ist das schon begegnet?
Also allein das finde ich erstaunlich. Es sind also jetzt vielleicht 10 Hände oben. Ein paar mehr Leute sitzen ja dann doch irgendwie hier drin. Also kein großer Teil an Leuten, der scheinbar überhaupt Fake News bislang nicht begegnet ist. Das Thema auch der Hassrede ist schon angesprochen worden, was ja auch zumindest in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz geregelt werden soll. Denn ich glaube, das lässt sich aber schon feststellen, die Diskussionskultur im Netz, die ist sehr roh, vielleicht auch zunehmend roh und zum Teil auch strafrechtlich relevant. Inwiefern, vielleicht Frau Schnarrenberger, wie sehen Sie das? Ist das etwas, was unser größeres Problem ist, diese Diskussionskultur, die wir im Netz erleben, die, glaube ich, eben dann wiederum sehr viele Leute wahrscheinlich schon in der eigenen Timeline erlebt haben, dass da also nicht mehr freundlich miteinander umgegangen wird? Also ich denke, dass das natürlich durch diese Möglichkeit der schnellen Verbreitung von Äußerungen, auch dass man nicht von Angesicht zu Angesicht jemandem etwas Beleidigendes sagt, sondern das an seinem Bildschirm oder an seinem iPhone, Smartphone mal eben absondert, da ist keine große Hemmschwelle da. Also ich denke, dass das schon eher auch dazu führt, doch so die Kulturtechniken, die wir eigentlich immer so für selbstverständlich gehalten haben, mal einfach beiseite zu lassen. Also das schon mal so richtig rumzuholzen, auch zu beleidigen. Ich habe mit der Juna Ayali ein längeres Gespräch gehabt, die war ja nun auch ganz massiv betroffen. Sie hat versucht, keine Journalistin, und sie hat ja versucht, sie hat aufgegriffen, was quasi so aus dem rechtspopulistischen Milieu an Äußerungen kommt, hat auch berichtet, die empfanden das als falsch, einseitig, gefaked, wie auch immer, oder ist sie massiven Beleidigungen und auch Angriffen ausgesetzt gewesen. Und ich meine, auch im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik, sperrt sie ein, hängt sie auf, also waren dann auch doch so Äußerungen, die da zu finden waren. Also, man darf es nicht negieren als ein Problem, aber man darf es auch nicht, das haben Sie ja angesprochen, gerade mit Blick auf Falschnachrichten, wir dürfen es auch nicht als jetzt quasi die Form der Auseinandersetzung nehmen, sondern wir müssen schauen, wie man wirklich hier einen guten Weg findet, dass man Strafbares versucht, eben nicht im Netz weiterzuhaben. Ich darf eben nicht immer unmittelbar beleidigen, aber ich darf sehr wohl, ich meine gerade auch im politischen Bereich, darf ich natürlich so viel sagen und da kann ich nicht immer mit der Keule kommen. Also jetzt stehe ich dir das Strafrecht zu. Und wann das bei Falschnachrichten ist, da glaube ich, ist es noch sehr viel schwieriger als bei, wie heißt es hier in der Begründung des Gesetzentwurfs, Hasskriminalität. Also bei Beleidigungen, bei üblen Nachreden oder auch allgemeiner gesagt bei Volksverhetzung. Also wenn ich wirklich da Aufrufe gegen ganz bestimmte Personengruppen, gegen Menschen bestimmten Glaubens oder einer bestimmten sexuellen Orientierung. Und so, da sind eben Grenzen gezogen. Aber ich glaube, wir müssen es richtig einordnen. Und natürlich auch immer bei allen Versuchen, die wir hier in Deutschland unternehmen, immer auch im Blick haben, das Netz ist nun mal nicht an territoriale Grenzen gebunden. Und dadurch ergeben sich natürlich auch deutliche Beschränkungen für die Wirkungsweise eines nationalen Gesetzgebers. Das heißt also auch, das, was vielleicht in diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz nachher drinsteht, wird also keine Konsequenzen auch darauf haben, was natürlich in Syrien zum Beispiel passiert. Da geht es darum, dass wenn in Deutschland Nutzer meinen, sie seien beleidigt worden von einer Äußerung, die auf einer Plattform eines sozialen Netzwerkes ist, dass dann man möchte, dass diese Äußerung verschwindet. Das ist ja der Ansatz des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Es ist nicht der Ansatz hier im Gesetz, jedenfalls nicht in allererster Linie, was eigentlich ja passieren müsste. Wie kann man dann, wenn jemand sich strafbar macht, diesen Strafanspruch des Staates durchsetzen. Hier geht es um das, was Private machen können, Unternehmen im Verhältnis zum Nutzer und natürlich hier in Deutschland. Aber auch das hat Probleme, weil die Server stehen nicht hier. Und Facebook ist natürlich immer als erstes genannt, weil es die meisten Nutzer mit hat, aber es gibt ja auch noch zig andere. Können die sich darauf berufen? Nee, wir sitzen hier ja gar nicht, wir haben denn noch unsere andere Stelle in Irland, also hier in Deutschland, wendet euch doch mal an das irische Gericht,
Das ist natürlich für deutschen Nutzer eine ziemlich schwierige Möglichkeit, trifft dazu. Dazu ist auch was Positives in dem Gesetzentwurf gesagt, das muss man auch mal hervorheben. Also auch bei diesem Thema muss man immer noch eine notwendige Differenziertheit. Wir haben ja leider keinen Facebook-Vertreter sitzen, wir haben nur Google hier. Aber immerhin ein soziales Netzwerk, wir können es aber nicht mit Facebook streiten. Aber vielleicht eben trotzdem auch die Frage an Sie, inwiefern ist das denn überhaupt möglich, also auf Hass, auf Fake News in sozialen Netzwerken reagieren zu können, in welchem Maße? Denn also selbst wenn ein Inhalt, wo man ein paar Minuten irgendwo im Netz steht, das ist auch eine sehr lange Zeit. Ja, vielen Dank. Ich kann natürlich nicht für Facebook sprechen, sondern nur für Google und YouTube. Aber sicherlich weiß ich auch, was bei Facebook so ganz grob jedenfalls passiert und die Position von Facebook in der Vergangenheit war, sich vielleicht auch geändert hat im Laufe der Zeit. Ganz wichtig bei diesem Thema ist wirklich zu differenzieren zwischen einerseits rechtswidrigen Inhalten und falschen Nachrichten. Falsche Nachrichten, Fake News ist ja im Grunde nur so ein englischer Begriff für Falschnachrichten. Die gibt es, solange es Nachrichten gibt. Und falsche Nachrichten sind erst einmal nicht verboten. Sie können zwar zu verheerenden Konsequenzen führen, wie wir hier zum Beispiel gerade gesehen haben, wenn es eingesetzt wird zu Propagandamethoden. Aber auch da sind wir in Deutschland schon durchaus geschult. Durch verschiedene historische Ereignisse, dass Falschnachrichten natürlich zu schlimmen Folgen führen können. Aber die falsche Nachricht ist erst einmal nicht rechtswidrig. Es sei denn, der Gesetzgeber stellt sie irgendwann mal unter Strafe. Das heißt für uns, als eine Plattform, die ja Kommunikation ermöglichen soll, können wir uns eigentlich nur auf den Standpunkt stellen und sagen, wir wollen auf unserer Plattform keine rechtswidrigen Inhalte haben. Das ist genau die Grenze, die der Gesetzgeber in vielen Ländern der Welt gezogen hat, zwischen hier findet Meinungsfreiheit statt und hier ist die Grenze und dahinter der Grenze ist dann der rechtswidrige Bereich. Aber auch Falschnachrichten sind häufig von der Meinungsfreiheit geschützt, auch wenn sie vielleicht problematisch sind. So, jetzt haben wir natürlich bei Falschnachrichten noch ein anderes Problem als Suchmaschine. Denn in der Tat wollen wir unseren Nutzern die Nachrichten anbieten, die stimmen. Nicht die stimmen, sondern die Nutzer nachgefragt haben. Also derjenige, der keine falsche Nachricht lesen möchte, der sollte sie idealerweise auch nicht als erstes gleich vorgeschlagen bekommen. Das heißt, wir versuchen schon technisch uns zu überlegen, wie können wir überhaupt feststellen, ob eine Nachricht eine falsche Nachricht ist oder nicht. Und das ist faktisch extrem kompliziert. Herr Al-Khatib hat alles ganz gut ausgeführt, wie schwierig es im Einzelfall ist, zu verifizieren, welche Nachricht ist denn falsch und welche ist zutreffend. Das ist für eine Maschine wie Google schwierig, aber wir versuchen schon, Quellen auch zu verifizieren, die zu checken und sie dann möglicherweise im Suchindex weniger hoch anzuzeigen, sodass nur die Informationen, die hoffentlich zutreffend sind, auch die sind, die als erstes gefunden werden. Aber da kann man, glaube ich, nicht mit der Keule des Rechtsstaats ran, sondern muss sich schon auf die rechtswidrigen Äußerungen beschränken. Und das geht bedauerlicherweise auch in der Diskussion um das Hate-Speech-Gesetz unglaublich durcheinander. Herr Maas, um das nur ganz kurz zu sagen, ist mal angetreten, um Hate Speech zu bekämpfen. Und inzwischen sagt er, wie ich finde, auch ganz zu Recht immer illegales Hate Speech dazu, um deutlich zu machen, es gibt einen riesigen Teil von Fake News oder auch Hate Speech, der gar nicht unter das Gesetz zu subsumieren ist. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man das begriffen hat, falls auch nicht. Ich würde sehr gerne auch im Anschluss nochmal auf diesen Aspekt des, was man sehen möchte oder eben nicht sehen möchte, das wird noch erscheinen oder eben auch nicht zu sprechen kommen. Bevor wir aber dazu kommen, damit müssen wir jetzt nochmal konkret, wir reden schon immer über das Gesetz, jetzt über dieses Gesetz auch sprechen. Es sollte ja eben dazu da sein, also möglichst strafrechtlich relevante Inhalte aus dem Bereich der falschen Nachrichten, aber auch aus dem Bereich der Hasskriminalität zu entfernen, binnen kürzester Zeit am besten. Was waren denn die Hauptkritikpunkte an diesem Gesetz? Ganz kurz. Ja, viele, wobei vielleicht
Da gibt es ja viele, wobei man muss ja sagen, es gibt ja seit gestern einen überarbeiteten Entwurf. Ich muss ganz ehrlich sagen, da ist deutlich mehr verbessert, als ich das in meinen Träumen erwartet hätte. Das heißt nicht, dass diese Verbesserung gut ist und vor allem die Kritik an dem Gesetzbewegungsverfahren bleibt, wo versucht wurde, offenbar vor einem Wahlkampf ein Gesetz durchzupeitschen, die bleibt, um nur das zu illustrieren. Es kann eigentlich nicht sein, dass ich als Vertreter einer NGO einen Gesetzentwurf vor den Abgeordneten bekomme, die im Rechtsausschuss darüber beraten, aber so war das gestern. Das sagt, glaube ich, eigentlich nur das Gesetzgebungsverfahren aus, aber das nur mal sozusagen vielleicht vorweg, also an Kritikpunkten. Der Hauptkritikpunkt, der bleibt eigentlich auch in der überarbeiteten Variante bestehen. Und das ist eigentlich der, dass soziale Netzwerke, die Plattformen, wobei allein, dass ich die beiden Begriffe verwende, zeigt, dass wir überhaupt auch mal reden müssen, über was wir reden. Soziale Netzwerke, Plattformen, auch da sind so viele juristisch ungelöste Fragen, die wir hier vermutlich auch nicht lösen werden. Aber auch da gehen die Begriffe durcheinander. Aber ein Hauptproblem ist, und das bleibt auch in dem neuen Entwurf, dass die sozialen Netzwerke oder die Plattformen gezwungen sind, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu lösen. Und wir haben vorhin gut an dem Beispiel von Syrien gesehen, dass das manchmal sehr schwierig sein kann, erstmal Inhalte zu identifizieren. Und ich will es Ihnen mit einem Beispiel aus der Praxis zeigen, wo das auch journalistisch sozusagen, warum das ein Problem für die Pressefreiheit werden kann, problematisch sein kann. Es gibt zum Beispiel offensichtlich rechtswidrige Symbole wie eine Flagge des Islamischen Staates. Ich glaube, da sind wir uns einig, das ist ein Symbol einer terroristischen Organisation. Wenn ich dieses Symbol auf meiner Google Plus Seite poste, ohne weiteren Kontext, ist das ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt, Verbreiten eines terroristischen Symbols. Aber wo geht das Problem los? Das ist sehr zugespitzt formuliert, ich weiß, da kann man auch wieder, ich versuche es jetzt sehr einfach zuzuspitzen. Aber ich weiß, dass das auch nicht so einfach ist, aber sehr zugespitzt formuliert kann man es durchaus so sagen. Und das Problem ist allerdings, wenn jetzt ein Journalist zum Beispiel über einen islamischen Staat berichtet und versucht, ein solches Symbol in einem Bericht zu verwenden, also einen journalistischen Kontext hat, dann ist einerseits zwar ein offensichtlich rechtswidriges Symbol in einem journalistischen Kontext auf einmal plötzlich durch die Pressefreiheit gedeckt. Und da sehen wir, glaube ich, die ganze Problematik. Und dass das kein Beispiel ist, was aus der Luft gegriffen ist, zeigen Fälle der Vergangenheit. Das sind jetzt nicht von Google, sondern von Facebook, wo ein Profil von einem Journalisten zum Beispiel gesperrt war, weil er einen journalistischen Text, den er verfasst hatte, den er gepostet hat, in dem es um den Islamischen Staat ging und in dem ein Bild er sich bei einem Facebook-Post rausgezogen hat, als Grund dafür gedient hat, dass sein Profil gesperrt hat. Und das Problem ist, dass Unternehmen eben jetzt gezwungen sein soll, innerhalb von 24 Stunden solche Inhalte zu löschen. Und unsere Befürchtung ist, dass Unternehmen dann dazu tendieren, weil ja ihr legitimes Interesse ist, und das ist die Funktion eines Unternehmens, Geld zu verdienen, weil ja im Zweifelsfall sozusagen man nicht ein Problem haben möchte und so viele Strafen, hohe Strafen zahlen müssen, weil es sind extrem hohe Strafandrohungen. Und das ist ein ganz konkretes Problem. Und dann, wenn wir aus einer globalen Sicht reden, und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, wir haben ja hier in Deutschland Gesetze gegen Hasskriminalität, das muss man wiederum sagen. Ein Problem in globaler Sicht ist, dass wir das ganz oft gar nicht haben und deswegen, glaube ich, ein so widersprüchlich, dass es vielleicht in manchen Ländern auch ein Kritikpunkt ist von uns, dass es vielleicht gar keine Gesetze gegen Hasskriminalität gibt. Das hängt durchaus damit zusammen, aber das ist ein Regulierungsproblem. Und insofern ist das, glaube ich, ein ganz zentrales Problem, was auch an dem geänderten Gesetzentwurf, der jetzt heute beraten werden soll, weiter bestehen bleibt. Inwiefern ist es dann möglich, also innerhalb von 24 Stunden ein offensichtlich, so heißt es ja, wobei vielleicht sich auch die Frage stellt, was ist denn offensichtlich, ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt, das zu identifizieren, auch mit den vielleicht personellen Kräften, die da bestehen, wie müssen die dann eben vielleicht auch eher speziell geschult sein, damit sowas überhaupt funktioniert. Ist das derzeit, würden Sie sagen, für Sie machbar? Nein. Was müsste passieren? Also das ist ja im Grunde genommen das Problem dieses Gesetzes. Das Gesetz kann man so nicht umsetzen. Es bedeutet, man muss innerhalb von 24 Stunden alle offensichtlich rechtswidrigen Inhalte, zu denen man eine Beschwerde bekommen hat, entfernen. Um herauszufinden, was ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt ist, muss man ihn sich erstmal angucken. Das heißt, man muss jede Beschwerde bearbeiten innerhalb dieser Zeit.
Eingrenzung auch offensichtlich hilft ja nicht weiter, weil man sich das ja angucken muss. Und wir machen das ganz konkret, indem sich das Leute angucken. Und ich kann Ihnen mal eine Zahl geben, vor 2015 haben wir 92 Millionen Videos von YouTube gestartet. 92 Millionen Videos. Global. Das heißt 92 Millionen Entscheidungen darüber, ob ein Inhalt auf der Plattform verbleiben sollte oder nicht. Die sind nicht alle innerhalb von 24 Stunden getroffen worden, diese Entscheidung. Um diese Entscheidung zu treffen, kann man nicht besonders lange in eine juristische Prüfung einsteigen, das mag sich jeder vorstellen, sondern man muss dann bestimmte Parameter vornehmen und die lauten wohl, im Zweifelsfall löschen wir. Das heißt, wenn nicht eine Beschwerde eingeht zu einem Inhalt, der ganz klar rechtmäßig ist, also wo sozusagen sofort ersichtlich ist, das ist eine Quatschbeschwerde, die sich nicht auf einen problematischen Inhalt bezieht, dann wird man diese Inhalte wohl stehen lassen können. Aber in allen anderen Fällen wird man wahrscheinlich dazu übergehen müssen, wegen dieses Gesetzes sehr schnell zu entfernen. Das sind dann aber keine echten Prüfungen, sondern das sind eine ganz provisorische Sichtung und dann wird die Voreinstellung getroffen, der Inhalt wird entfernt. Das ist das eigentliche Problem für die Kommunikationsfreiheit im Netz. Und lassen Sie mir eine Sache noch ganz kurz sagen. Facebook wird häufig hervorgeworfen, dass sie zu wenig oder zu langsam rechtswidrige Inhalte entfernen. Das mag sein oder mag nicht sein. Facebook wird aber gleichzeitig vorgeworfen, dass sie Inhalte, wie Herr Mir das gerade beschrieben hat, sperren, die nicht rechtswidrig sind. Also die ISIS-Fahne in einem journalistischen Artikel oder das nackte Kind. Fotografischen Napalm-Foto, über das lange diskutiert wurde in der Presse, was dann hineinkam. Das sind Fehlentscheidungen. Und diese Fehlentscheidungen werden massiv zunehmen. Also machen Sie sich darauf gefasst, dass in Zukunft sehr viele unproblematische Inhalte im Netz verschwinden werden aufgrund dieses Gesetzes. Und dass wir viel mehr diskutieren werden, ist das denn in Ordnung, dass YouTube und Google und Facebook und so weiter so viel Macht im Sinne von, sie müssen es ja tun, also ich würde nicht von Macht sprechen wollen, aber so viele Einflussmöglichkeiten zugesprochen bekommen, dass sie sehr viele Informationen schlicht sperren müssen, um den Bußgeldern zu entgehen, die hier im Raum stehen. Das sind 50 Millionen Euro. Das ist also kein Pappenstiel für Provider, die mit diesen Inhalten kein Geld verdienen. Wie ist das aus Ihrer Perspektive? Also soziale Netzwerke spielen ja in Ländern, in denen es keine freie Presse gibt, unter Umständen eine sehr viel größere Rolle, weil sie überhaupt Kanal werden können, um Informationen zu verbreiten, um auch andere Menschen zu erreichen. Gleichzeitig sozusagen diskutieren wir über genau dieses Problem, dort werden trotzdem wiederum nicht alle Inhalte anzuzeigen. Wie ist für Sie da die Gewichtung? Also sehen Sie da mehr Chancen oder doch This is a very difficult question. So since 2011 until now, we have seen a lot of content that has been published on YouTube or Facebook related to human rights violations that occurred in Syria that has been removed. It has been removed by different purposes. One, it's because it's a graphic content and it's illegal. It kind of contradicts with the privacy policy and the terms of service of Google and Facebook and so on. Other reasons is because, for example, some accounts have been reported because they are violating, but also it's just because they are publishing human rights violations, the counterpart is reporting them falsely. And then the content is being removed. In other cases also, some of the people who are publishing content about human rights violations in Syria, their account is being hacked by different groups, can be governmental supported or non-governmental supported. This content is very important because
we don't have any other access to the country to understand if, for example, if an attack happened at a specific date in a specific location, we can't be there. The only way to kind of understand if something's happened or not is through the visual evidence, is really through the YouTube video or just through the Facebook post. Otherwise, for example, if an incident that happened in a specific location, say, let's say Aleppo, and then the government would control the area again, then all the evidence would be demolished, and then we will have nothing, we will have no memory about what happened in that location. And for us, the memory is very important to know that something happened, but also to make sure that we can work a point, we can ask what happened to the location. This way, the social media content is very critical because you don't have fake news or you have to point content, but at the same time, you really need to see because of the regime. Unterschreibt der Gesetzentwurf in seiner Begründung, ein Inhalt ist offensichtlich rechtswidrig, wenn zur Feststellung der Rechtswidrigkeit keine vertiefte Prüfung erforderlich ist. Punkt. Das ist alles, was dazu drinsteht. Also eigentlich hätte man schreiben können, offensichtlich rechtswidrig ist, wenn es offensichtlich rechtswidrig ist. Also natürlich ist es schwierig, Beispiele zu nennen, aber ich glaube, es zeigt das ganz große Problem auf. Es gibt, denke ich, Dinge, also wenn gezeigt wird, Bilder, wie vor der Kamera jemand, und zwar sichtbar, Gesicht ist zu sehen, vergewaltigt, malträtiert, sonst wie wird. Ich glaube, das sind, die gehören mit Sicherheit zu denen, wie viel sagten Sie, 93 Millionen YouTube-Videos. Ich glaube, es ist das, was sowieso schon verschwindet. Über das reden wir eigentlich hier im Zusammenhang mit sogenannter Hasskriminalität nicht. Sondern die soll ja aufsetzen auf das, was Politiker, was aber auch engagierte Bürger, vielleicht auch Bürgermeister umtreibt, die sich derartig, sagen wir mal, so einen Shitstorm ausgesetzt sehen, weil sie aus Sicht von Teilen der Bürgerinnen und Bürger zusammen mit einer Flüchtlingsfrage, mit einer Entscheidung, aus deren Sicht sie falsch entschieden haben. Und dann wird da vorgegangen, und zwar nicht nur auf die Hauswand, was gesprüht, wie stirbt du Sau, sondern eben auch andere Dinge. So, und dass da es eine Grenze gibt dessen, was auch ein Einzelner hinzunehmen hat, wann der wirklich beleidigt ist oder auch bedroht wird, ja, natürlich ist das so. Aber mit dieser Regelung offensichtlich rechtswidrig und 24 Stunden und dann natürlich, um das durchzusetzen, mit den dann auch hohen Bußgeldern, da, denke ich, geht man einen Weg, der einfach dazu führen muss, dass eben gerade auch die sozialen Netzwerke, hier wird übrigens auch von Plattformen im Gesetzentwurf gesprochen, da ist ein kleiner Streit, was ist Plattform, die wir sehen und was nicht, aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Da glaube ich, ist wirklich die Gefahr groß, wie Erla gesagt hat, im Zweifel lösche ich dann manchmal eher, denn bei rechtswidrigen Inhalten, nicht offensichtlichen, sondern rechtswidrigen Inhalten, und das ist nochmal wirklich schwierig, da haben sie dann 7 Tage und da sind jetzt auch nochmal Veränderungen enthalten. Und dann ist ja immer noch schwierig das Verhältnis, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann brauche ich ja die Inhalte. Das heißt, die
kann ich vielleicht sperren, die darf ich auf keinen Fall löschen. Die brauche ich ja als Beweismittel, weil es ist ja dann der Anlass für strafrechtliche Ermittlungen. Und da sollen dann wohl diese 24-Stunden-Frist auch bei parallel strafrechtlichen Ermittlungen so nicht gelten. Also Sie merken schon, je mehr man sich mit Befugnissen kommt, wird es, und muss man sehen, hier entscheiden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, irgendwie angestellt oder noch gefragte Firmen, die es ja auch gibt für diesen Bereich, also ja fürchterliche Jobs von Dingen, die da einmal permanent gelöscht werden, schon gar nicht erst den Weg auf das Netzwerk finden, die entscheiden dann darüber, wo hat die Meinungsfreiheit Grenzen, wo ist sie verletzt und wo gilt sie. Also es ist ein Stück weit, wenn ich so pauschal sagen darf, auch eine Privatisierung eigentlich des Strafrechts. Weil es auch von der Systematik her nicht so ganz, gibt es auch jetzt schon, aber ist natürlich bei 24 Stunden, das müssen wir gleich nochmal genauer erklären. Rechtswidrig wird das natürlich eher intensiviert. Bei mir? Ja, ich will nur sagen, sozusagen ein Kritikpunkt, sage ich mal, der Verteidiger des Gesetzes war es ja, an uns Kritiker des Gesetzes, ja, ihr kritisiert ja die Privatisierung der Rechtsdurchsetzung bei dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, und da haben viele gesagt, und vollkommen zu Recht, wir haben es nicht gesagt, aber trotzdem, ja, es gibt ja schon jetzt eine private Rechtsdurchsetzung, weil ja schon jetzt ein Löschen passiert. Das kann ich vielleicht noch an einem Beispiel nochmal erklären, um dann auch auf die Frage zu antworten, warum eine Regulierung aus meiner Sicht durchaus notwendig ist, aber ich glaube von einer ganz anderen Richtung, und da antworte ich dann eher auch aus einer Sicht einer global tätigen Organisation, um zu sagen, sozusagen, wo eine private Rechtsdurchsetzung passiert, will ich ein Beispiel, letzte Woche als Sachbehinderung im Bundestag, das ist ein ganz gutes Problem, das ist ein Beispiel aus Myanmar, relativ weit entferntes Land, aber ich glaube, hier auch ein kurzes Beispiel mit einem Wort, da ist einer ein rassistischer Begriff aus der Minderheit, und der wird systematisch jeder postet den Begriff Kalafort gelöscht, in Hassrede vorzugehen. Gleichzeitig ist der Begriff Kalar in der Sprache dort aber auch ein positiver Begriff für Heilung, für etwas ganz Positives, und da zeigt sich, glaube ich, sehr gut die Ambivalenz. Das heißt, sowohl die positive Bedeutung des Begriffs Kalar, die wird gar nicht von dem, sage ich mal, an der Stelle der Löschpraxis erfasst, und auch nicht die journalistische Berichterstattung über Kalar, wenn ich über Rassismus in der Region schreibe. Und das ist eigentlich ein Beispiel für die private Rechtsdurchsetzung. Im Moment entscheidet dort das Unternehmen Facebook in diesem Fall, es gibt ja auch Beispiele von Google, aber das finde ich ein besonders starkes Beispiel, dass dieser Inhalt sehr gelöscht wird. Ich glaube, das ist eine private Rechtsdurchsetzung, weil dort ein Unternehmen sagt, das passt uns nicht rein. Oder, das passt aber ist es dann überhaupt noch möglich? Also, genau, da komme ich jetzt zu dem Punkt Regulierung. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ja tatsächlich an der einen Stelle sozusagen Hasskriminalität gibt, muss man, glaube ich, an verschiedenen Stellen ansetzen. Zum einen, glaube ich, aus einer globalen Sicht, den Punkt habe ich vorhin angedeutet, glaube ich, ist es eigentlich so absurd, das klingt, glaube ich, müsste man überall funktionierende Strafgesetze haben, die Hasskriminalität regulieren. Das war im Übrigen auch ein zentraler Hinweis vom UNO-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit gemeinsam mit der OSZE-Medienfreiheitsbeauftragten und anderen, die vor einer Weile eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht haben, dass wir eigentlich als ein Element der Bekämpfung von Hasskriminalität weltweit überhaupt erstmal Strafgesetze gegen Hasskriminalität haben. Und ein zweiter Punkt, und jetzt zum Stichwort Regulierung, glaube ich, wir brauchen einen anderen Anlassgruppe, und da sind wir sicherlich unterschiedlicher Meinung als manche Unternehmen. Wir brauchen, glaube ich, Transparenz bezüglich der Löschpraxis, die es zum Teil gibt. Es gibt auch auf der EU-Ebene Regulierung, die aus unserer Sicht nicht weitreichend genug sind, ein EU-Code of Conduct, erst am 31. Mai, da kann Herr Haller sicherlich noch mehr zu sagen. Aber diese Transparenz der Löschpraxis brauchen wir, denke ich, weil eben diese Unternehmen eben mehr sind als reine Plattformen, mehr sind als soziale Medien, sondern sie sind auch Öffentlichkeit. Wir haben das Beispiel Syrien vorhin gehört. Es gibt Medien in Ägypten, die existieren nur wegen Facebook. Ohne Facebook wären diese Medien nicht auf der Welt. Und das zeigt, sie sind eben mehr als reine, neutrale, technische Plattformen, sondern sie sind Öffentlichkeit und gleichzeitig natürlich Unternehmen. Trotzdem sind sie auch nicht Medium, weil sie halt irgendwas genau dazwischen sind. Und das ist genau die rechtliche Diskussion. Und ein zweiter Punkt,
glaube ich, die Transparenz der Löschpraxis, da wird man wahrscheinlich noch relativ schnell Einigkeit erzielen mit dem Unternehmen. Und ein zweiter Punkt bezüglich der Transparenz ist, dass wir eine wie auch immer geartete größere Transparenz der Algorithmen brauchen, also genau der Mechanismen, die Herr Haller ja vorhin beschrieben hat, die am Ende sozusagen bestimmen, wie weit oben oder unten ein Ergebnis ist. Ich glaube nicht, dass wir da eine hundertprozentige Transparenz für die Öffentlichkeit brauchen, aber gegen einer wie auch immer gearteten, strukturierten Stelle brauchen wir, glaube ich, eine Rechenschaftspflicht von den Unternehmen mit diesen Algorithmen, die essentiell sind, Voraussetzung, wie Öffentlichkeit heute strukturiert ist. Aber das ist, glaube ich, ein anderer Ansatz, als dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz im Moment nimmt. Der Code of Conduct wurde gerade angesprochen, der auf EU-Ebene entstanden ist. Da haben sich also nicht nur Google, sondern auch andere soziale Netzwerke dazu verpflichtet, also Hassrede letztlich auch also stärker zu bekämpfen. Was genau steht in diesem Code of Conduct drin und inwiefern brauchen wir dann eigentlich auch auf nationaler Ebene noch so etwas wie ein Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wenn wir auf EU-Ebene gerade eigentlich etwas reguliert haben? Einen Schritt noch mal ganz kurz zurück, dann komme ich sofort auf den Code of Conduct und diese Regelung. Frau Lauthauser-Schnarrenberger hat vorhin ein Gesetz genannt, das Telemediengesetz. Das ist das Gesetz, das heute gilt für soziale Medien, für alle Hosting-Provider. Das sieht vor, wie genau richtig beschrieben wurde, ein Notice-and-Takedown-Verfahren. Das bedeutet, jemand, der einen Inhalt irgendwo gesehen hat und sich über diesen Inhalt beschwert, bei Facebook, bei YouTube und so weiter, der kann davon ausgehen, dass diese Beschwerde zur Kenntnis genommen wird, geprüft wird. Und in dem Fall, in dem ein offensichtlicher Rechtsverstoß vorliegt, der dann auch entfernt wird. Das heißt mit anderen Worten, es gibt einen Status quo, es gibt keinen wie auch immer gearteten rechtsfreien Raum, das ist schlicht Quatsch, es gibt einen rechtlich geregelten Raum schon heute, EU-weit, und der gilt für alle Provider, die hier tätig sind, auch für die amerikanischen, die hier genannt sind. Das heißt, wir agieren nicht im rechtsfreien Raum. So, jetzt gab es zusätzlich einerseits von Herrn Maas im Wege der sogenannten Hate Speech Task Force und dann andererseits auch von der Europäischen Kommission den Wunsch an die Provider mehr zu tun als das Gesetz im Grunde genommen beschreibt, mehr zu tun bei den Themen Transparenz, Öffentlichkeitsarbeit zu öffnen, sich auch sozusagen öffentlich zu verpflichten, ja, wir wollen diese Gesetze nicht nur lax anwenden, sondern wir wollen sie wirklich so anwenden, dass sie allen hier helfen. Und da haben wir uns sowohl hier in Deutschland als auch danach auf EU-Seite verpflichtet, alle Beschwerden anzugucken und in der Mehrzahl der Beschwerden sehr schnelle Entfernungen vorzunehmen. Das war eine Selbstverpflichtung, die sich bezieht auf die Reaktionsgeschwindigkeit. Und sehr schnell heißt eben nicht 24 Stunden, sondern so schnell wie es geht? Nee, es war, die Selbstverpflichtung betraf die Hälfte der Inhalte, die wir in 24 Stunden prüfen wollten. Und dann den Rest dann in angemessener Zeit. Das ist der Begriff, den das Gesetz verwendet, angemessen. Und ich glaube, wie der Begriff schon sagt, der ist nachher dann von Gerichten auszulegen. Das ist aber ein richtiger und sinnvoller Begriff. Die Fälle sind nun mal unterschiedlich. Also wenn wir an schlimmste Inhalte denken, denken Sie sich mal den schlimmsten Inhalt aus, den Sie in Ihrem Kopf haben. Das sind vielleicht Inhalte der Kinderpornografie oder Ähnliches. Für diese Fälle kann man vielleicht sogar davon ausgehen, dass angemessen heißt weniger als 24 Stunden. Diese Inhalte will man nicht 24 Stunden lang sehen. Und häufig braucht man auch nicht so lange, um diese Inhalte zu prüfen. Auch da gibt es wiederum Fälle, die nicht so offensichtlich sind. Man weiß nicht, wie alt die Person ist, die dort zu sehen ist und so weiter. Ich erspare jetzt die Details, die Prüfer jeden Tag massenhaft durchlaufen müssen. Aber es gibt also Fälle, die sind klar und die werden sehr schnell behandelt. Es gibt aber auch die Fälle, ich sage jetzt mal ein typisches Beispiel, das häufig in der Diskussion eine Rolle gespielt hat, das Böhmermann-Video, mit dem er satirisch Herrn Erdogan kritisiert hat. Da sind benutzt worden sehr massive, heftige Begriffe. Es gab eine große Debatte in Deutschland, eine politische Debatte darüber, ob das noch okay war oder sozusagen im Bereich der
der Satire angesiedelt sein durfte oder ist schon im Bereich der Beleidigung von Herrn Erdogan lag. Auch hier haben wir eine Beschwerde bekommen und wir mussten uns überlegen, was machen wir jetzt mit diesem Inhalt. Wir haben uns auf den Standpunkt gestellt, dass dieser Inhalt möglicherweise rechtswidrig ist, möglicherweise aber auch nicht. Also ist ein Fall, der jedenfalls nicht offensichtlich rechtswidrig ist. Wie war denn der Umgang? Also solange das nicht klar war, blieb der Inhalt im Netz oder wurde er für diesen Zeitraum aus dem Internet genommen? Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Also wir haben die Entscheidung getroffen, dass dieser Inhalt so lange online stehen bleibt, bis ein deutsches Gericht sagt, der Inhalt ist rechtswidrig. Wenn das Gericht feststellt, der Inhalt ist rechtswidrig, nehmen wir den Inhalt raus. Das kann man auch anders sehen. Also hier kann man auch durchaus sagen, soziales Netzwerk hat eine Verantwortung, schon vorher zu sperren. Aber ich glaube, machen Sie sich das ganz klar bewusst. Dann hätte ein privates Unternehmen die Entscheidung getroffen, dass Menschen diesen Inhalt, von dem wir nicht wissen, zu dem Zeitpunkt, in dem wir raus und ob er wirklich rechtswidrig ist, der wird dann den Menschen vorenthalten. Das ist eigentlich auch nicht das, was man in einer freiheitlichen Gesellschaft möchte. Und wenn man das nicht möchte, dann muss man halt Gerichte haben, die das schneller entscheiden. Und wenn das Gericht das in 24 Stunden entscheiden kann, wunderbar, dann setzen das die Provider entsprechend um. Aber ich glaube, solche Grenzfälle, und das war ein typischer Grenzfall, sollte man nicht privaten Unternehmen aufbürden, diese Fälle zu entscheiden. Nochmal, wir stehen uns damit nicht aus der Verantwortung. Ich sage, die ganzen offensichtlichen Fälle, da wollen wir auch nicht auf die Gerichte warten, da sollten wir auch nicht gefälligt werden. Die ganzen Konfliktfälle sollten im Grunde genommen staatliche Institutionen geschaffen. Herr Schnarrenberger, glauben Sie denn, dazu ist unser Justizapparat momentan in der Lage, also zu sagen, selbst bei einer Regulierungsstelle, die es dann geben soll, vielleicht anzurufen und sagen, geben Sie mir mal die Informationen, die Sie haben, und ich fälle in 24 Stunden oder in 3 Tagen eine Entscheidung? Also, das wird in bestimmten Einzelfällen auch mal möglich sein, denke ich. Bei Böhmermann bestimmt nicht, weil da war ja eine ganz große Debatte, wie weit geht Satire. Denn er hatte ja ausdrücklich gesagt, ganz clever, also das ist jetzt Satire, was ich mache. Also das ist jetzt nicht von mir eine Äußerung zu Ärger. Und dann kamen natürlich unsägliche Äußerungen. Also da muss man ehrlich sagen, das fand ich dann auch nicht mehr nur unterhaltend, vorsichtig ausgedrückt. Aber das ist ein Gericht nie und nimmer innerhalb von 24 Stunden. Entschieden. Und es ist ja dann auch durch Instanz gegangen. Am Ende durfte es nicht gezeigt werden. So. Aber für die Justiz ist das natürlich schon auch eine Arbeitsbelastung. Aber das kann kein Argument sein zu sagen, jetzt wollen wir mal lieber, dass das die am liebsten auch endgültig die privaten Unternehmen machen. Denn man muss ja auch immer überlegen, YouTube, Facebook nimmt was runter, also raus den Inhalt aus dem Netz. Und der Inhalt ist aber gar nicht rechtswidrig. Wer klagt denn dann dagegen? Klagt dann der dagegen, der sagt, ich habe einen Anspruch darauf, dass YouTube oder Facebook das verbreitet? Den gibt es ja in der Form auch nicht. Also es ist auch schwierig, auf dieser Ebene dann zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung zu kommen. Das ist also auch nicht so eine ganz einfache Sache. Natürlich, wenn der Staat entscheidet, jemand macht sich strafbar wegen Beleidigung, kann der Betroffene dagegen vorgehen und sagen, nee, das ist Satire, deshalb nächste Instanz, wie es auch passiert ist bei Böhmermann. Also das Recht ist da nicht so ganz, ganz einfach und nicht so ganz einfach übersichtlich. Die Justiz muss natürlich, wenn man mehr Verfahren dort haben will, und zwar durch unterschiedliche Art und Weise, entweder weil einzelne Nutzer zur Staatsanwaltschaft gehen und sagen, schaut euch das mal an, oder bei der Polizei eine Anzeige machen, oder vielleicht zufällig selbst auch ein Staatsanwalt mal drauf kommt, aber das ist ja nicht, kann ja nicht die Regel sein, die müssen ja nicht permanent alle Inhalte durchforsten, ja, dann müssen wir in der Lage sein, genug Manpower, also Frau-Power, insgesamt genug Personal zu haben. Es soll jetzt ja hier eine Konzentration der Zuständigkeit erfolgen, was mit Sicherheit sinnvoll ist, um da auch eine Kompetenz, Fachkompetenz zu haben. Denn wenn ich mich permanent mit solchen Fällen, Nazi-Schlampe, Nazi-Hure nenne ich nochmal hier, was ja auch durch die Instanzen geht, wenn man sich mit diesen Fällen befasst, muss man die Rechtsprechung kennen, muss man schnell einen Blick dafür haben. Das können Sie von einem sozialen Netzwerkbetreiber in dieser Form nicht erwarten. Müssen die Anwälte beschäftigen, die das dann machen. Also die haben da schon auch einiges an Infrastruktur bereitzuhalten. Aber es gibt eben wirklich schwierige Abgrenzungsfragen. Da muss die Justiz
in die Lage versetzt werden, auch entsprechend ausgestattet zu sein. Das wiederum entscheiden die Länder, dann kommt der Föderalismus, das kann der Bund nicht. Also ein Bundesjustizminister kann da zwar sagen, ihr habt viel zu wenig Leute, hat ja auch der Justizminister gesagt, das war ein Dauerthema mit den Ländern, dadurch ist noch keiner mehr eingestellt, nur weil man es thematisiert hat. Und das muss dann passieren und ich finde, es gibt auch kein Argument zu sagen, nee, die brauchen wir nicht oder das geht schon irgendwie so mit dem Personal, das wir haben. Wenn man so etwas als Problem definiert hat, und der Staat dann stärker auch handeln muss, ja, dann muss er dazu auch tatsächlich in der Lage sein. Aber in 24 Stunden wird so ein Grenzfall, Böhmermann oder sonst wie, auch da nicht wirklich fundiert entschieden werden können. Was bedeutet das dann überhaupt für den ganz normalen Bürger? Wir reden jetzt sehr viel natürlich über Journalisten, wir reden über den Fall auch Böhmermann, der sehr prominent war. Wenn ich jetzt aber der ganz normale Nutzer bin, dessen Post gelöscht worden ist, was habe ich denn für Möglichkeiten, vielleicht die Frage auch an Herrn Haller, mich zu beschweren? Weil jetzt gibt es ja erst einmal eine Regelung, Inhalte sollen verschwinden, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind. Es muss ja aber auch die Möglichkeit geben, Einspruch zu erheben. Das Gesetz sieht so einen Anspruch nicht vor. Es gibt diesen Anspruch nicht. Natürlich können Sie sich an... Nehmen wir den Fall Böhmermann. Wir hätten das Video entfernt. Weil wir der Auffassung sind, das kann rechtswidrig sein. Vielleicht werden wir von einem Gericht nachher mal hören, dass das Video rechtswidrig war. Das heißt ja für uns, dann hätten wir es auch runternehmen müssen. Also werden wir im vorauseilenden Gehorsam sozusagen das Böhmermann-Video in Zukunft entfernen, weil es rechtswidrig sein könnte. Jetzt beschwert sich Herr Böhmermann bei uns, was sollen wir denn da sagen? Wir können im Grunde nur sagen, kann sein, dass Ihr Video rechtswidrig ist, deswegen haben wir es entfernt. Ende der Geschichte. Einen rechtlichen Anspruch gibt es nicht. Also ist wirklich, dieses Gesetz produziert den Kollateralschaden an der Meinungsfreiheit. Das ist ganz klar. Und auch die Änderungen, die jetzt eingefügt wurden, kommen mir so ein bisschen vor wie so eine Operation am offenen Herzen, wo man den Brustkorb schon aufgeschnitten hat und man sieht, da ist irgendein Problem am Herz und man hat aber nicht die richtigen Instrumente dabei und man fängt dann an zu behandeln, ohne genau sich die Symptome angesehen zu haben. Also es ist ganz, ganz problematisch, diese Behandlung am offenen Herzen des Grundgesetzes und der Grundfreiheit. Herr Mir, Frau Steinberg. Nur kurz ergänzen, das zu unterstützen, also klar, das sieht es gar nicht vor, weil das bei fast allen Regulierungsansätzen eigentlich nicht der Fall, auch auf europäischer Ebene, in EU Code of Conduct, da gibt es auch noch so eine Common Database, ich will jetzt nicht zu sehr mit EU-Sachen hier langweilen, aber trotzdem, was alle diese Regulierungsansätze, die es in dem Bereich gibt, gemein haben, das eigentlich, wenn man es verbraucherrechtlich beschreibt, eigentlich in Verbrauchersicht fast nicht haben, also Einspruchsmöglichkeiten, das ist, glaube ich, ein Defizit von allen Regulierungsansätzen, die es im Moment gibt und die zum Teil in unterschiedliche Richtungen gehen, aber meistens gehen sie in eine ähnliche Richtung. Also an den Nutzer wird hier nicht gedacht, so an die Millionen Nutzer mit dem Gesetzentwurf, sondern der hat eben eine Zielrichtung, der sagt, wir haben hier, was ja auch stimmt, teilweise mit marktbeherrschender Stellung, die will ich jetzt mal nicht im rechtlichen Sinne sagen, aber mit einem großen Anteil am Markt, haben wir doch auch eine Meinungsmacht, die über solche Plattformen dann Millionen Menschen erreicht. Und wenn das Dinge sind, die widerlich sind und eben Beschimpfungen sind und anderes mehr, ja, dann wollen wir nicht zuschauen. Also von daher ist ja die Herangehensweise zu schauen, was kann ich da machen, absolut richtig. Also ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass das jetzt ein Riesenbeitrag ist zur Diskussionskultur, wenn wir, sagen wir mal, allen Schmutz, der da auch verbreitet wird, auch wenn das nicht die Mehrheit ist, wenn man da gar nichts gegen tut. Aber es ist nicht der Blick geworfen auf den Einzelnen, auch vielleicht dann Betroffenen mit einer Äußerung, weil es regelt nicht dieses Verhältnis, es regelt die Verpflichtung der sozialen Netzwerke, hier ihrer Verantwortung, Notice and Takedown, gerecht zu werden. Jetzt ist eine Änderung gekommen, die wird jetzt beraten, da ist immer dieses Schlagwort regulierte Selbstregulierung. Also, da ist der Weg der, dass man auf der einen Seite was wegnehmen will von den Unternehmen, wir haben über die Probleme gesprochen,
auch eben mit dem Start von Privatisierung des Rechtes. Man will also einmal die Unternehmen nicht alleine da entscheiden lassen. Auf der anderen Seite braucht man dann wiederum eine Institution, die entscheidet. Und da heißt regulierte Selbstregulierung, die sozialen Netzwerke, die können sagen, wir beteiligen uns an so einer Einrichtung und wir unterwerfen uns der Entscheidung dieser Einrichtung. Das ist aber auch eine private, ist jetzt keine Staatseinrichtung, die aber durch eine staatliche Prüfung genehmigt wird. Und dann wird die finanziert von den sozialen Netzwerken. Und das soll jetzt einmal ein bisschen dieses Dilemma, das wir hier beschrieben haben, das jetzt auch beim Gesetzgeber angekommen ist, versuchen, dieses Dilemma etwas zu minimieren, mit Sicherheit nicht zu lösen. Da muss man sich fragen, ja, ist das besser, wenn jetzt die sozialen Netzwerke sich zusammentun, noch eine Stelle bezahlen, deren Spruch sie sich dann unterwerfen? Natürlich sollen die alle unabhängig sein, aber sie werden finanziert von den sozialen Netzwerken. Wir haben, als wir beim Google-Beirat in einer anderen Konstellation, aber auch so ein bisschen in die Richtung gehen, sollte was gelöscht werden, beraten haben, dann wird gesagt, also eine Schlichtungsstelle, die jetzt bezahlt wird von den eigentlich Betroffenen, die kann ja eigentlich in dem Sinne gar nicht so unabhängig sein. Deshalb haben wir das für nicht einen guten Weg. Was sagen Sie, Herr? Ganz kurz zu Ihrer Bemerkung zu den großen Unternehmen. Das ist ein Problem dieses Gesetzes gewesen, dass Herr Maas es fokussiert hat auf Facebook und Google und Twitter, weil die Reaktion war, naja, die werden das schon irgendwie hinkriegen, das sind große Unternehmen, die sind reich, die stellen dann halt Leute ein, dann wird das schon klappen. Das mag bei Facebook und Google auch der Fall sein, das sind in der Tat große Unternehmen, die werden auch Leute einstellen. Bei vielen wird das nicht gelingen. Dieses Gesetz gilt ja nicht nur für diese zwei oder drei Unternehmen, sondern für eine Vielzahl von Unternehmen, Startups hier auch in Deutschland. Die Schwelle, dass dieses Gesetz Anwendung findet, ist relativ gering. Mit anderen Worten, es betrifft alle, es betrifft nicht nur die Großen, das nur als Klarstellung. Und zur regulierten Selbstregulierung finden wir einen richtigen Ansatz, aber so wie es umgesetzt wurde, ist es schlecht gemacht. Wirklich schlecht gemacht. Es betrifft dann vor allen Dingen nicht die Fälle der offensichtlichen Rechtsverletzung. Die kann man nicht an die Selbstregulierung geben. Und der zweite große Bereich, der uns Kopfschmerzen macht, sind die Tatsachenbehauptungen. Also wenn jemand etwas behauptet über einen anderen, dann muss man im Grunde genommen, so hat uns der BGH das vor Jahren auch schon aufgegeben, die Person, die etwas geäußert hat, befragen dazu. Sagen, hier haben wir eine Beschwerde bekommen von Herrn Müller. Was sagen Sie denn jetzt zu dieser Beschwerde? Dann hat derjenige, der sich geäußert hat, die Möglichkeit, uns gegenüber zu sagen, das stimmt, das, hier sind die Tatsachen, hier belege ich diese Tatsachen. Auch in diesen Fällen können wir keine regulierte Selbstregulierung einbinden, das ist nicht vorgesehen. Also das heißt, der Restbereich, der dann noch übrig bleibt, ist relativ unscharf und eine kurze Ergänzung, dann würde ich gerne zu einem anderen Thema mal kommen. Ja. Also da gibt es zumindest auch eine kleine Verbesserung auch in dem Gesetzentwurf bezüglich Abwehr eher von Nutzerrechten, weil in dem alten Gesetzentwurf, der bis letzte Woche galt, da hat im Prinzip, was wir sehr kritisiert haben, war eine Regelung vorgesehen, dass sobald ein Vorwurf es gibt, eine Beschwerde, Unternehmen dazu verpflichtet gewesen wären, das sofort in die Behörden rauszugeben. Und wo wir gesagt haben, wenn es ein anonymes Konto wäre, was Hassrede verbreitet, Falschnachrichten verbreitet. Und das ist zumindest jetzt verbessert worden. Das ist eine Verbesserung, weil aus meiner Sicht Anonymität durchaus auch ein Recht ist und auch ein Menschenrecht. Recht auf die Privatsphäre ist ein Menschenrecht. Und da gibt es jetzt zumindest eine stärkere rechtsstaatliche Anbindung in dem Entwurf, den es seit gestern gibt, dass sowas jetzt nur mit einem Richtervorbehalt passieren kann, also dass ein Richter zumindest zustimmen muss, wenn die Anonymität sozusagen aufgegeben wird. Das vielleicht nur, um etwas Kleines Positives zu sagen. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen, den wir am Anfang schon angeschnitten haben. Da ging es ganz verkürzt darum, dass also Google und auch andere soziale Netzwerke ihren Nutzern nur das zeigen, was sie wollen. Mal verkürzt betrachten. Also letztlich ist es auch etwas, was hier mit diesem Gesetz passiert. Also alles, was an verletzenden Inhalten stattfindet, das wird ausgeblendet, im Zweifel vielleicht sogar personalisiert ausgeblendet. Ist das nicht aber auch eine Form davon, dass man letztlich also die Echokammern der Leute verstärkt, die also eh schon existieren, plus
ist das Problem als solches eigentlich damit behoben, weil vielleicht findet eine bestimmte Nachricht auf Facebook nicht mehr statt, sie kann aber immer noch in eine geschlossene WhatsApp-Gruppe beispielsweise abfahren. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe, denn das Dilemma der Echokammern, dass also Personen nur noch sehen, was sie eigentlich sehen wollen oder sich gegenseitig befruchten, hat ja nichts mit diesem Gesetz zu tun. Also es sind zwei völlig unterschiedliche Themengebiete. Wir können gerne über Echokammern auch sprechen, aber es geht ja nur um rechtswidrige Inhalte, die entfernt werden sollen. Insofern kann man zwar sagen, das eine bedingt das andere, denn wenn mehr entfernt werden muss, kann man diese Inhalte auch nicht mehr finden. Aber ich glaube, in dem Dilemma der Echokammern, wenn es die dann geben sollte, das ist ja wissenschaftlich höchst umstritten, ob das eher so ein Buzzword ist, denn wie funktioniert denn ein menschliches Zusammenleben? Man spricht auch ohnehin mit den Menschen, die man kennt. Man liest die Zeitung, die man kauft und so weiter. Also eine gewisse Art von Kommunikation ist auch heute schon strukturiert. Ich würde da gerne mal einhaken. Sie haben recht, ja, es betrifft nur die rechtswidrigen Inhalte. Was passiert aber eben mit genau diesen anderen Inhalten? Da kann ich mir überlegen, lasse ich mir den nicht mehr anzeigen? Will ich die überhaupt noch sehen? Das heißt aber ja nicht, dass diese Inhalte nicht mehr existieren. Sie sind ja noch da. Sie sind eben nur vielleicht noch für einen bestimmten Teil meines Freundeskreises oder meines Bekanntenkreises sichtbar, der sich dafür entschieden hat, bestimmte Hassbotschaften zu sehen, bestimmte Fake News zu sehen, die aber eben nicht von diesem Gesetz erfasst werden. Also das Problem als solches ist ja nicht komplett gelöst. Und ich stelle einfach nur in den Raum, dass also eigentlich dadurch, dass dieses Problem auch nicht behoben wird, sich die Echokammern noch viel mehr verstärken. Weil ich also eben mich immer weiter in meine Ecke hineinbewege, wo ich halt mich irgendwie sicher fühle. Und das Spektrum ist ja sehr weit. Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich verstehe wirklich die Frage nicht. Also wenn Frau Leutmann Schnarrenberger sagt, sie ist es leid, immer über Pegida und die AfD etwas zu lesen und bittet dann ihr soziales Medium, ihr diese Inhalte nicht mehr anzuzeigen, obwohl sie rechtmäßig sind. Kann sie das doch möglicherweise tun in Zukunft? Genau, dann kann sie das tun. Das ist eine Frage der Personalisierung, sozusagen der Wahrnehmung. Sehr richtig. Findet dann aber noch gesellschaftlicher Diskurs statt, den wir eigentlich brauchen, um ja miteinander in Kontakt treten zu können, um Positionen austarieren zu können? Also analog kann ich das ja auch. Also dann lese ich eben gewisse Blätter nicht. Die Junge Freiheit lese ich natürlich nicht. Also da kann noch so viel irgendwie drüber geredet werden. Die lese ich eben nicht, weil da habe ich keine Lust, mich mit auseinander zu setzen. Ich sage es mal so ganz salopp, weil ich so weiß, da kriege ich nichts geboten, wo ich nur irgendwie meine, dass ich mich davon angesprochen fühle. Also das mache ich analog, sortiere ich natürlich. Ich sehe eher das Problem ein bisschen anders gelagert. Das ist natürlich ja die Netzwerke, die Plattformen, über die wir reden, das sind ja keine journalistischen Angebote, sondern dahinter stecken Konzerne, die ganz klar legal auch Gewinne machen wollen. Die haben ihre Interessen. Facebook hat ein Interesse, dass möglichst lange Nutzer bei ihnen auf den Seiten bleiben, weil das für sie dann wiederum als interessanter Werbeplatz und so sich auswirken kann. Und das kann dann wieder entsprechend, ja, also ist für mich mit Sicherheit ein Aspekt, den man nicht ausblenden darf. Ich glaube nicht, dass sie deshalb sagen, was widerlich ist, Meucheleien und andere Dinge und Kinderpornografie, das erhalten wir nicht hier, aber es gibt ja auch bei Kinderpornografie Abgrenzungen zu Pädophilie und anderen Aufnahmen, die nicht rechtswidrig sind, gibt es ja auch nochmal wieder schon wieder Grauzone. Und dass es Möglichkeiten gibt, Herr Baum hatte das in seinem kurzen Impuls gesagt, dass es Möglichkeiten gibt, jetzt auch von Privaten diese Angebote, also Netzwerke zu nutzen, um ganz gezielt Botschaften zu platzieren, weil es die Möglichkeit der Auswertung von Daten gibt. Also im amerikanischen Wahlkampf hat übrigens auch Hillary Clinton sehr gut von diesen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, aber auch Donald Trump, wer mehr, kann ich nicht beurteilen. Aber da wurden bis zu 3000 Daten von einer Person generiert, natürlich technisch, entsprechend durch die Algorithmen. Und daraus wurde eine Einschätzung vorgenommen, und das ist ja gerade das Ziel auch durch Big Data und diese Auswertungen, die Vorhersehbarkeit vom Verhalten, von Anliegen
festzustellen, um dann gezielt, sei es mit Werbedingen, da diese Menschen zu bedienen oder eben auch, wenn ein Privater das nutzen will, mit Inhalten, mit Informationen. Und dann natürlich alles legal, also dann in Deutschland wäre es so nicht möglich, in dieser Form können wir nach unserem Datenschutzrecht die Daten nicht zusammenführen und auswerten, aber eben in Amerika zum Beispiel möglich. Und dann kann man natürlich ganz gezielt auch an bestimmte Personengruppen, und das waren eben nicht zwei, drei, sondern schon Millionen, ganz gezielte Botschaften schicken. Also konkret, ich, Trump, werde alles tun, damit die Mauer in Mexiko gebaut wird, weil man meint, die Menschen zu erreichen mit der Botschaft, die sagen, ich will keine Flüchtlinge mehr, ich will, dass die Schotten dicht gemacht werden. Und dazu hat eine Datenauswertung stattgefunden mittels der heutigen Technik. So, und dann bediene ich natürlich vielleicht Vorurteile, vielleicht Einstellungen und ganz gezielt, aber den schicke ich jetzt nicht, wie wichtig Flüchtlinge sind für den Arbeitsmarkt in Amerika. Die kriegen die Information natürlich nicht. Und das verstehe ich als einmal jetzt losgelöst von diesem Gesetz, das hat mit diesem Gesetzentwurf nichts zu tun. Das verstehe ich als eine Form, wo man natürlich auch Ansätze von Manipulation der Meinungsbildung hat. So, und da muss man sich überlegen, was setzt man dagegen? Man kann natürlich sagen, das verbiete ich. Ich kann eine gewisse Verwertung, Verknüpfung von Daten verbieten oder einschränken oder versuchen einzuschränken. Aber da hilft natürlich nur, dass ich sehe, wie kann ich denn möglichst da auch gegenhalten? Also, wie kann ich andere Informationen so breit streuen, wo es auch inzwischen ja Initiativen, alles Mögliche gibt. Wir als Stiftung beschäftigen uns auch damit. Oder Counterspeak, was auch immer, also Gegenrede. Also, was kann ich zu so einer Aufklärung der Menschen tun, einer Aufklärung im 21. Jahrhundert? Und ich denke, das ist eine Debatte, die wegführt von dem Gesetzentwurf 4, aber wo ich sehr wohl auch Probleme sehe. Aber das ist doch die Debatte, die wir eigentlich führen müssen, weil das Gesetz, da sind wir uns ja einig, das ist ja nicht so, das, was uns hilft. Das ist ja so ein nationaler Aspekt, der sag mal, auch jetzt in den letzten Tagen der Legislaturperiode nochmal eben ein, wie heißt es so schön, Signal aussenden soll. Man tut hier etwas, also Signal im Wahlkampf, aber das behebt diese ganzen Probleme, die ich jetzt nur angerissen habe, natürlich überhaupt nicht. Da müssen Sie auch global natürlich denken, da muss man mindestens mal im europäischen Rahmen denken. Und natürlich geht es hier nicht zu sagen, ich darf mir solche Informationen auch nicht gezielt an einen bestimmten Personenkreis schicken, wenn ich die Möglichkeit der Informationsgewinnung und der Meinungsbildung dann so habe, sondern ich muss sehen, wie kann ich möglichst ein breites Spektrum von Meinungsangebot, Vielfalt auch dort haben. Und dann sind natürlich auch Aktionen, wie Sie sie haben. Hinter Twitter fangen sagen, das stimmt überhaupt nicht. Einmal Google Earth und schon einmal festgestellt, sie sind ja gar nicht die Orte, das kann ja so gar nicht sein. Hier wird gezielt, was wen nutzt, damit einer fürchterlichen Zielrichtung. Es kann auch in andere Bereiche gehen, wo nicht diese Auswirkungen sind und wo es eben nicht Propagandazwecke im Zusammenhang mit kriegerischen Auseinandersetzungen sind. Aber das, finde ich, ist auch dann so der Punkt der ethischen Verantwortung, dessen, was Technik ermöglicht. Wo kommen wir da wirklich in schwierige Bereiche? Sie haben das ja vorhin auch schon mal angesprochen, Herr Mier. Also ich denke, über diese Fragen, da muss man eigentlich richtig debattieren und diskutieren und streiten, weil das die Debatte ist, ja, wie wird in Zukunft das Leben sein mit dieser Technik, wie weit können wir selbst sie auch mit beeinflussen oder mit bestimmen, wie weit sind wir verlassen oder ausgeliefert. Also, ja, wie weit muss man dann einen Algorithmus in einem begrenzten Kreis offenlegen, um festzustellen, was macht er überhaupt? Ich meine, Google hat jetzt ja auch eine, habe ich jetzt gerade von Ben Baum eben erfahren, sind ja auch konfrontiert mit einer Entscheidung der Europäischen Union, mit ihren Mechanismen, weil da ging es um Reihenfolge, Rangfolge der Anzeige von Unternehmen. Da hat jetzt mal die EU saftiges Geld. Aber das führt an der Stelle jetzt. Ja, aber nur da haben wir uns mit Auswirkungen dessen, was Konzerne, die einen großen Aufwand auf Märkte haben, da muss man sich mit beschäftigen. Da gibt es Grenzziehungen, die muss man dann auch einhalten. Und dann gibt es aber auch etwas, da kann ich mit Gesetzen und anderen nicht kommen, sondern da muss ich sehen, wie kann ich die Vielfalt der Meinung auch im Netz haben und nicht eine einseitige Manipulation am Ende herbeizuführen. Ja. Genau, ich will nur ganz kurz ergänzen und eher nochmal unterstreichen, dass ich das tatsächlich vorhin schon gesagt habe, weil genau aus meiner Sicht, damit wir sagen, was kommt nach dem NetzDG, muss eigentlich genau die Debatte sein, Verantwortung von Unternehmen bezüglich ihrer Algorithmen und Transparenz von Algorithmen. Das ist aus unserer Sicht übrigens gar kein so neues Thema, nur ich habe das Gefühl, durch die Debatte rund um
Hate Speech und Fake News hier in Deutschland. Auf einmal ist das auch ein Thema, aber wir als Organisation Report und Essenzen reden über das Thema Verantwortung von Algorithmen durchaus länger als ein Jahr, sondern eigentlich schon seit 3-4 Jahren. Das hat lange niemand verstanden, was das eigentlich heißt. Und insofern ist, glaube ich, die Frage, die wir jetzt führen müssen, ist wirklich die Verantwortung für Algorithmen ohne, und da bin ich dann doch mal wieder bei Anteile, sozusagen das Phänomen der Echokammern zu überschätzen. Es gibt vielleicht eine Verschärfung und auch eine hohe Verantwortung, weil die Algorithmen eben intransparent sind und es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung. Gleichzeitig, ich habe auch mal Kommunikationswissenschaft im Nebenfach studiert, habe ich auch da schon gelernt, dass es ein Phänomen in der Sozialpsychologie gibt, die kognitive Dissonanz, und das heißt nichts und nicht schlicht und ergreifend das, dass ich eben vor allen Dingen mit eher liberalen Gesinnten, mit eher linksgesinnten, mit eher konservativ gesinnten Leuten umgebe und ich mich auch gerne sozusagen immer wieder versichere meiner eigenen Meinung. Da ist eine gewisse Verschärfung, das will ich nicht abschneiden, aber ich will es auch nicht überschätzen und darauf so einleuchten, dieses Echokammernphänomen vielleicht klingen mag, weil es irgendwie so wahnsinnig logisch klingt. So eindeutig ist es auch nicht. Und das zeigt zumindest auch die empirischen Ergebnisse. Es gibt, glaube ich, eine leichte Verschärfung von kognitiver Dissonanz. Und deswegen ist das wichtigste Thema aus meiner Sicht, wenn wir hier darüber reden, wirklich eine Transparenz, keine volle Transparenz über der hundertprozentigen Öffentlichkeit, weil man es abwägen muss mit Geschäftsinteressen. Das finde ich auch legitim. Aber eine Transparenz von den Algorithmen, die wirklich die Voraussetzung sind, wie Löschen passiert, wie Öffentlichkeit strukturiert ist. Und das sind aus meiner Sicht die zentrale Frage. Trotzdem stand ja auch diese ganze Diskussion unter dem Schlagwort Hass und Desinformation. Das ist ja schon noch etwas, wo ich sagen würde, das kann jetzt Google und auch Facebook so per se als Phänomen ja erstmal alleine gar nicht lösen. Sondern da müssen wir an einem ganz anderen Punkt ansetzen. Und vielleicht haben Sie ja sogar eine Idee, was da eigentlich zu tun wäre. Ich finde es zumindest wichtig, dass diese Diskussion jetzt geführt wird und dass sie auch angestoßen wurde von der Politik, denn die Diskussion ist ja wert, geführt zu werden. Das Ärgerliche an der Diskussion ist nur, dass sie sich im Moment allein beschränkt auf, was können soziale Medien dazu beitragen, um bestimmte rechtswidrige Inhalte verschwinden zu lassen. Das löst aber das Problem nicht. Also wenn man sich das vorstellt, ein Mensch ist krank, der geht zum Arzt und der Arzt guckt ihn nur so oberflächlich an und klebt dann auf die Wunden Pflaster. Das ist das, was jetzt im Moment passiert. Es findet nicht statt eine echte Analyse, wie kommt es eigentlich zu Hate Speech? Wo kommt es her? Wie verbreitet es sich? Was sind die Auswirkungen, wenn man einzelne Postings entfernt bei Facebook und bei YouTube? Führt es nicht dazu, dass diese Menschen, deren Meinung oder auch rechtswidrige Beiträge entfernt werden, mehr posten, anders sich verhalten? Also zu all diesen Themen gibt es ganz wenig Analysen. Also ich glaube wirklich, ein Baustein wäre, sich mal genau anzugucken, was im Netz passiert und wie die Verbreitung aussieht. Und dann, zweite These, Strafverfolgung muss viel, viel besser werden. Hinter den Postings stehen ja Straftäter. Wir können doch immer nur die Straftaten unsichtbar machen für die Allgemeinheit. Aber die Straftaten sind doch geschehen. Und die werden auch immer und immer und immer wieder geschehen, wenn wir die Inhalte entfernen, wenn man nicht rankommt an diejenigen, die für die Straftaten verantwortlich sind. Jetzt meine These, vielleicht sind das gar nicht so viele. Vielleicht sind das nur welche, die sehr laut sind, sehr, sehr populistisch agieren, vielleicht auch zu politischen Zwecken oder ihren missbräuchlichen Zwecken. Da muss man mal rangehen. Und das findet kaum statt. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen von Polizeibehörden zu Daten unserer Nutzer in allen möglichen Bereichen, aber kaum im Bereich Hate Speech. Das ist ein verschwindend geringer Teil von Anfragen, die wir von Polizeibehörden bekommen, im Bereich Volksverhetzung, Anzeige von terroristischen Propagandamaterialien und so weiter. Wirklich verschwindend gering. Und da müsste man ansetzen. Bei uns sind die meisten schlicht Informationen über gestohlene Telefone, da wo es um Eigentumsdelikte geht. Mit großem Abstand. Herr wie fühlt sich das für Sie an, als jemand, der also eigentlich damit beschäftigt ist, die ganze Zeit
den, ich nenne es jetzt mal überspitzt, den Schmutz aus dem Netz zu kehren, herauszupicken, was es war, was stimmt nicht. Ist das ein Kampf gegen Windmühlen oder fühlt es sich an wie ein Kampf gegen Windmühlen? Oder haben Sie schon das Gefühl, gerade dass eben solche Projekte auch als eine Art Leuchtturm dienen können, um also Vorbild zu sein, Leute darauf aufmerksam zu machen, alleine nicht immer jedem Inhalt einfach so zu vertrauen, sondern auch zu prüfen? Exactly. I think it is not rocket science to be able to verify news or social media posts. It's something that is very easy, actually, if someone would be able to do it. There are very easy steps that can be done so the general public can see if this is information is fake or if this information is truth. So it takes a little bit of more steps. So what we are trying to do is we are trying to build a methodology, and we are trying to build a kind of very clear criteria of how normal, how just the general public can be able to do it. But also for us, it's more important other human rights organizations to be able to do similar things, because as we are working on this project, we have been contacted by human rights groups from Yemen, from Iraq, from Pakistan, from Latin America and Mexico, and more. And for us, this was overwhelming. It's that we need to replicate this for every group. And that's why we thought, okay, then we will work with this. And as we work, we will build a clear methodology with transparency that we will publish online about how we tackle this issue. So then the human rights group can differentiate between what is fake, what is not fake, but also in a way that others can validate this, in a way that it's transparent, in a way that people are able to see the results and criticize it, and so on. Also, weil ich glaube, feststellen, es gibt auch eine Verantwortung der Nutzer, sich verantwortlich im Netz zu bewegen, zu schauen, was findet dort eigentlich statt und was kann ich tun, um die Situation dort zu verbessern, vielleicht zweimal nachzudenken, bevor man auf Teilen klickt oder vielleicht auf Like klickt, dann wird es ja auch bei jemand anders angezeigt. Ich würde fast schon die Runde öffnen wollen, aber es gibt auch schon Fragen. Und ich glaube, vielleicht wir haben von Frau Witte auch von der Naumann-Stiftung noch ein paar kleine Lösungsvorschläge, wie wir mit dem Phänomen weiterhin umgehen, denn die Friedrich-Naumann-Stiftung hat auch gerade einen studiert. Vielen Dank. Ich wollte Sie nur noch mal auf ein Gutachten hinweisen, das die Friedrich-Naumann-Stiftung in Auftrag gegeben hat. Sie finden es in Ihren blauen Taschen. Unser Vorstandsmitglied Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat schon gesagt, dass wir uns auch als Stiftung sehr frühzeitig mit dem Thema Fake News beschäftigt haben. Uns treibt auch um, was Fake News mit Nutzern macht, was Fake News mit gesellschaftlichen Debatten, dem politischen Klima und letztendlich auch mit demokratischen Entscheidungen macht oder machen kann. Wir haben dazu mal, um nicht die juristische Debatte noch weiterzuführen, zwei junge aufstrebende Medienwissenschaftler der Universität Mainz nach ihrer Meinung gefragt. Die haben uns viel von dem aufgeschrieben, was heute hier auf dem Podium schon diskutiert worden ist. Zum Beispiel, dass das übermäßige Löschen, also das Overblocking, wirklich dazu führt, dass insbesondere anfällige Nutzer, also Nutzer, die sowieso schon verschwörungstheoretische Meinungen haben, Nutzer, die sowieso schon eine gewisse Elitenkritik mit sich herumtragen, dass insbesondere die das Löschen quasi als Bestätigung ihrer Meinung verstehen und dann im Zweifel auf kleinere, nicht regulierte oder noch weniger sich der offenen Debatte stellenden Social-Media-Plattformen umziehen und dort einfach weiter diskutieren und dann aber auch der Debatte mit uns allen verloren sind. Unsere Gutachter appellieren eigentlich auch an die Verantwortung der Nutzer. Sie sagen, Warnhinweise wären ein gutes Ding, aber Warnhinweise beim Teilen, dass jeder, der eine möglicherweise falsche Meldung weitergibt, wissen muss, was er da tut.
Sie appellieren daran, Medien- und Nutzerkompetenz zu entwickeln, frühzeitig in Schulen. Sie appellieren an uns alle, eine konstruktive Debatte im Netz, aber auch außerhalb des Netzes zu führen. Aber von Regulierung wie dem Netz.de halten Sie nicht. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Studie auch noch interessiert. Wie gesagt, sie ist in Ihrem blauen Taschen. Vielen Dank. Es gab eine Frage. Ja, hallo. Hauptgruppe Deutscher Derivateverband. Das hat aber damit jetzt hier gar nichts zu tun. Zwei Punkte. Erstens Desinformation, zweitens Desinformation. Ich denke mal, das kriegt man regulatorisch prinzipiell nie in den Griff. Das muss im politischen Diskurs ausgemacht werden mit allen, die daran diskutieren. Ich will nur ein kleines Beispiel machen. Schauen Sie sich die Schöpfungsgeschichte an. Das ganze Alte Testament ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Fake News und von Fakten widerspricht dem, was wir sozusagen im Rahmen der Wissenschaft und der Evolutionsbiologie wissen. Es gibt aber viele, ich weiß auch nicht, vielleicht sitzt der eine oder andere auch hier, der der Auffassung ist, das war so oder so ähnlich. Und es gibt eben viele, die davon 100% überzeugt waren, dass es genau so war und die Darwin für Fake News halten und nicht umgekehrt. Also das nur mal als kleines Beispiel. Zweitens, da stehe ich vielleicht relativ alleine, was also Hass angeht. Für mich ist das grundsätzliche Problem hier die Anonymität. Ich bin kein Freund von Anonymität mit einer Ausnahme. Man befindet sich in einer Diktatur und ist sozusagen im Widerstand und im Untergrund. Ich meine, in einem demokratischen Rechtsstaat wie der Bundesrepublik Deutschland sollte jeder zu seiner Meinung stehen. Und für mich ist es schon ein Unterschied, auch in den sozialen Medien, ob ich da als Fritz Geröllheimer oder als Anonymous oder wie auch immer dort auftrete oder mit meinem Klarnamen. Und ich sage ganz offen, wer nicht mit einem Klarnamen auftritt, hat für mich ein geringeres Recht der Meinungsäußerung als eben andere. Würde nämlich man hier sozusagen mit Klarnamen kommunizieren, hätten wir nur noch einen Bruchteil dieser Probleme. Wenn ich in der Kommunikation mit Ihnen sagen würde, Sie sind ein Idiot, dann würde ich sagen, das geht vielleicht noch gerade durch. Wenn ich sage, Sie sind ein Vollidiot, das kostet mich 100 Euro. Wenn ich sage, Sie sind ein Arschloch, etwa 500. Wenn ich das einem Polizisten sage, wird das meistens noch verdoppelt auf 1000. Also ich sage mal, da gibt es schon so gewisse Möglichkeiten, wie das hier gesteuert wird. Das habe ich in den sozialen Medien überhaupt nicht. Da gibt es keine Sanktionen und nichts. Und ich frage mich auch, wie soll denn das passieren? Ich sage heute, das ist, keine Ahnung, eine Nazi-Schlampe oder eine Nazi-Hure. Das wird dann morgen von Ihnen, wenn Sie gut sind, gelöscht. Ja, warum? Wer hindert mich daran, anonym das übermorgen wieder festzustellen und die nächsten 365 Tage auch und so immer dort bleiben? Das heißt, erst wenn hier, und das deutsche Strafrecht ist ja dort gut und sinnvoll und wirksam, erst wenn hier das deutsche Strafrecht, sag ich mal, als Damoklesschwert für denjenigen steht, der zur Stellung nimmt, dann kann ich hier, glaube ich, eine völlig andere auch Diskussionskultur hier auf den Weg bringen. Und wer eben dann diese Meinung hat, muss damit eben auch rechnen, dass das dann auch strafrechtlich relevant ist und dass man sich dann auch mit ihm auseinandersetzt und möglicherweise auch strafrechtlich auseinandersetzt. Das, was hier im Augenblick gemacht wird, diese ganzen Ansätze, die ich hier sehe, das sind eigentlich alles so Notlösungen, wo man versucht, ein Phänomen in den Griff zu kriegen, wo ich meine, dass man das so, wie das Gesetz ja auch gezeigt hat, eigentlich in den Griff kriegen kann. Ich würde gerne auch auf einen Aspekt da, vielen Dank, noch eingehen, der tatsächlich auch in dem Gesetz oder dem ersten Entwurf mal drin stand. Da ging es um genau diese Inhaltefilter. Was macht man also mit denen, die schon mal etwas gepostet haben, was man eigentlich im Internet nicht sehen möchte? Das ist wieder rausgeflogen. Aus Gründen und Bedenken, dass zu viel Überwachung stattfinden könnte und auch soziale Netzwerke eigentlich permanent eben monitoren müssen, was bei ihnen passiert. Vielleicht können Sie auch noch kurz was dazu sagen, inwiefern solche Sachen überhaupt möglich wären, auch technisch gesehen, vom Aufwand her möglich wären und wie man mit dieser Problematik umgeht. Also einmal ganz kurz zu Ihrem Schimpfwort, das Sie benutzt haben, dass wir identifizieren sollen. Das war gerade das Beispiel, das Frau Leuthardt Schnarrenberger gemacht hat, dafür, dass dieser Begriff zulässig benutzt wurde, in diesem Fall über die Vorsitzende der AfD. Also in dem konkreten Zusammenhang war ihr Schimpfwort zulässig. Das heißt, dieser Inhalt sollte eigentlich gefunden werden. Und
und nicht entfernt werden. In Zukunft wird wahrscheinlich so ein Beispiel entfernt werden, um der Haftung aus dem Netz gehen zu Rechnung zu tragen. Genau. Zur anonymen Nutzung, so wie Sie das vorgetragen haben, hört man das heute relativ häufig. Damit stehen Sie überhaupt nicht alleine da. Ich bin dennoch nicht ganz davon überzeugt, denn zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, erstens steht es im Gesetz, dass Diensteanbieter ihre Dienste auch in einer anonymen Art und Weise anbieten sollen zur Nutzung. Das heißt, wenn Sie das tun, machen Sie genau das, was das Gesetz eigentlich fordert. Das Gesetz fordert, dass nur die Produkte, die einen Klarnamen benötigen, auch einen solchen benutzen. Ansonsten soll man aus Datensparsamkeit diese Information nicht erfassen. Ganz konkret ist es so, dass sehr viele Straftaten im Netz verfolgt werden, obwohl sie anonym, vermeintlich anonym, gepostet wurden. Also die Strafverfolgungsbehörden kommen ja in der Regel zu uns, weil sie gerade nicht wissen, wer hinter einer IP-Adresse steht, wer hinter Mickey Mouse 72 sich verbirgt. Wir wissen das häufig. Wir haben zumindest Anhaltspunkte dafür, also beispielsweise eine IP-Adresse. Mit der IP-Adresse kann man als Strafverfolgungsbehörde zur Telekom gehen oder wer auch immer der Anbieter des Netzwerkes ist und verifizieren, wer die Person ist. Das ist, ist schon eine anonyme Meinungsäußerung. Wenn es eine Straftat ist, kann die aber auch als solche verfolgt werden. Nicht immer, aber häufig. Das heißt, ganz so anonym sind diese Meinungsäußerungen in der Tat nicht. Und Facebook hat ja in seinen Vertragsgestaltungen den Klarnamen Zwang. Also da darf man sich nicht mit Mickey Maus aus Entenhausen dann anmelden, sondern da muss man dann Adresse angeben. Und wenn man sich nicht ausweisen muss, kann ich da auch eine andere geben. Ich weiß auch nicht, ob der Kuppel ist. Ich weiß es jetzt zwar, weil ich ihn kenne, aber ich könnte ja auch einen anderen Namen sagen. Also es gibt in Deutschland keine Verpflichtung, dass jede Meinungsäußerung, die ich mache, auch mit meinem Namen, mit meinem Ausweis, mit meiner klaren Identität verbunden ist. Es soll gerade, auch bei Demonstrationen auf Straßen, muss ich kein Namensschild hier tragen, sondern natürlich sieht man mich dann und dann kann ich über ein Gesicht auch identifizieren. Im Netz habe ich die IP-Nummer und über die kriege ich in relativ vielen Fällen, in Urheberrechtsverletzungen sind das Millionenfälle im Jahr, wo dann eben ganz konkret der dem Urheberrechtsverletzung vorgeworfen wird, dann auch von Seiten der Staatsanwaltschaft oder von Seiten der Gerichte behelligt wird. Aber es gibt, und es, manche sagen sogar, es gibt ein Grundrecht auf Anonymität. Das will ich jetzt mal nicht weiter verfolgen, aber es gibt keine Verpflichtung eines des Einzelnen, nur mit Darlegung seiner Identität auch eine Meinungsäußerung machen zu dürfen. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese Verpflichtung einführen sollten. Ich glaube, das wäre auch höchst problematisch. Es gibt, wenn man mal wegkommt vom strafbaren Verhalten, sind wir nämlich eigentlich alle einig, wir wollen möglichst effektive Instrumente haben, damit man diesen Straftaten nachgeht. Und wir erhoffen uns doch, glaube ich, alle, wenn eine Botschaft da wäre, ja, also da waren jetzt 1000 Verfahren anhängig, da sind 950 verurteilt worden, was auch immer, Geldstrafe wird es im Zweifel sein, aber dann würden sich doch vielleicht andere 100.000 überlegen, sagen, oh, bevor das mir blüht, nehme ich mich vielleicht ein bisschen zurück, also so eine abschreckende Wirkung eintreten könnte. Ich glaube an die relativ wenig, weil noch so drastische Strafen halten Menschen nicht davon ab, auch Straftaten zu begehen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt generell sagen sollten, es darf keine Anonymität auch in der öffentlichen Debatte und in der Debattenkultur geben. Und es gibt Räume, Bereiche auch im Netz, Selbsthilfegruppen, wenn es um Krankheiten, andere Dinge geht, wo gerade welche auch immer, die froh sind, dass man sich da nicht preisgeben will, sodass sie da natürlich auch das Recht haben, nicht mit ihrem Namen, Frau Sickert, sondern eben mit Frau Dame. Bei mir ganz kurz, dann haben wir noch eine Frage und wer, genau, einfach mal die Hand hoch, wer noch welche Kette. Zwei Punkte, einmal ganz kurz die Frage mit den Inhaltsbildern, da wollte ich mal kurz drauf eingehen. Weil das Beispiel, was ich vorhin aus Myanmar gezeigt habe, wo es ja um Hassrede einerseits geht, zeigt, glaube ich,
warum einerseits Menschen scheitern würden an der Regulierung dieses, aber warum auch ein Inhaltefilter daran scheitern würde, weil ein Inhaltefilter, der algorithmisch programmiert ist, also der sagt, Kala, das heißt aber, das ist wieder rassistische Begriff für die Volksgruppe, die ausländische Volksgruppe, der würde das genauso rausfiltern wie der Mensch und deswegen sind Inhaltefilter, glaube ich, problematisch und es ist gut, dass die auf dem Gesetz raus sind. Und zu der Anonymität möchte ich nur noch sagen, einerseits ist mir das auch lieber eine Auseinandersetzung, wenn mir jemand ins Gesicht sagt, du Idiot, du Arschloch, das ist mir lieber, als wenn mir das jemand hinter meinem Rücken sagt. Das ist mir, glaube ich, so, deswegen ist das aufs Erste, klingt das sehr bestechend, was Sie sagen, und es ist mir in der politischen Debatte auch viel, viel lieber, wenn ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Aber das ist aufs Erste bestechend. Aufs Zweite muss man doch nochmal, glaube ich, weitergehen. Und Anonymität ist A, nicht nur etwas, was in Deutschland so reguliert ist, es ist auch ein Menschenrecht. Das kann man durchaus ableiten aus Artikel 10, das ist der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und das ist nichts, was im digitalen Zeitalter erfunden wurde, sondern die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist meines Wissens 1948, glaube ich, verabschiedet worden. Ein Recht auf Privatsphäre, ein Menschenrecht auf Privatsphäre. Und dann ist das zum einen, glaube ich, ableitbar. Und, glaube ich, und da kommen wir wieder die Frage sozusagen nationale oder internationale Regulierung. Ich glaube, wir kommen aus der Nummer nicht raus, dass wir mit dem Internet eine globale Baustelle haben, ein globales Netzwerk. Und jegliche Regelung, das wissen wir in anderen Gesetzgebungen auch, die Anonymität hier sozusagen aufweichen würde, die würde eben international sozusagen missbrauchbar sein. Und selbst hier in Deutschland hätte sie Missbrauchspotenzial, wenn ich da mal aus journalistischer Sicht spreche. Journalisten sind auf Anonymität angewiesen, auch bei Recherche, verdeckte Recherche. Und wenn mir eine Recherche nicht passt, die ein Journalist vielleicht auch mit anonymen Methoden, mit verdeckter Recherche auch in Social Media gemacht hat, das ist ja durchaus eine Möglichkeit, dann könnte ich aber eventuell strafrechtlich dagegen vorgehen und zack, bumm, ist die Quelle dahin. Und das ist, glaube ich, ein Problem, wo sozusagen auf die erste Art und Weise bestechende sozusagen Lösung von Ihnen, glaube ich, sowohl aus journalistischer, aus pressefreiheitlicher, aber auch aus einer menschenrechtlichen Sicht weltweit betrachtet, zumindest sehr viele Probleme mit sich bringen würde. Ich würde gerne. Also, sagen Missverständnis. Ich bin gegen Anonymität insgesamt und es geht natürlich hier nur in die Frage der Anonymität in den sozialen Netzwerken. Als Sie als Journalist und das auch notwendig ist und auch mit dem Aus- und Schweigepflicht. Ja, auch Journalisten können beleidigen. Also, auch das ist alles völlig klar. Es geht mir nur sozusagen um den Diskurs in den sozialen Netzwerken, die offensichtlich oder offensichtlich rechtswidrig und beleidigend sind. Warum man hier, sage ich mal, die Anonymität in dem Fall... Aber es ist ja nicht offensichtlich, wie Ihr Beispiel gezeigt hat. Nazi-Schlampe ist das Beispiel, was Sie genannt haben. Das zeigt ja genau das Problem und das ist die Schätzung, dass 80% aller von meinen... Das Thema zu dem Moment ist, glaube ich, geklärt. Ich würde gerne noch die anderen Fragen mitnehmen. Ich würde die einfach direkt mal sammeln. Hier vorne, da hinten war eine und hier vorne auch noch. Ich würde gerne auf den Redner vorne direkt noch eingehen oder ergänzen eigentlich. Wir haben doch nur sehr, sehr rudimentär ausgeprägt oder uns konfrontiert uns die Möglichkeit des Internets doch mit elementaren Demokratiefragen. Die Beteiligung, also wir haben doch de facto noch so eine Art, wir müssen einen Abgeordneten wie in der Postkutschenzeit in ein Parlament schicken und so weiter, wir hoffen das Beste auf ihn, wir setzen auf ihn, wir setzen unsere Illusionen in ihn. Wäre es nicht angebracht, wenn man in der Wirtschaft diese Überlegung hat zu dem Digital Vote, Voting, dass man jedem Staatsbürger eine qualifizierte Internetstimme gibt mit seinem Namen, seiner Adresse, bei dem er definierte Mitwirkungsmöglichkeiten im demokratischen Raum hat, sowohl lokal als auch irgendwann mal bei der Gesetzgebung im Bundestag, dass man meinetwegen alle 3 Monate abstimmen dürfte über Gesetzesvorschläge, über oder wenigstens mit der Schweiz, über Verfassungsänderungen, nicht direkt über Gesetze, weil da bestimmt ist, das ist eine Verfassungs spezifisch. Aber es ist eigentlich ein riesiges Defizit, ist das nicht ganz rudimentär, also dass wir das Internet nicht nur nutzen zur Einschränkung, zur Überwachung des Bürgers und sind diese Auswirkungen von Hate Speech, nicht, sind das nicht auch Auswirkungen von absoluter gefühlter politischer Hilflosigkeit, von Leuten, die wissen, sie sind, fühlen sich eher als Untertanen, als freie Staatsbürger. Und sollte nicht die Politik oder die FDP speziell daran interessiert sein, das Individuum über das Internet in die Politik stärker einzubinden, das technisch so zu verifizieren, dass man ja. Also, das war ja mal die Erwartungshaltung, auch gerade an das Internet, dass damit eine ganz andere Form von oder eine viel größere Form von Beteiligung der einzelnen Bürgerinnen und Bürger an Meinungsbildungsprozessen eintreten würde.
Das ist, jedenfalls nach den bisher vorliegenden Untersuchungen, in der Form nicht eingetreten. Die, die sich schon immer interessiert haben, die nutzen auch die Möglichkeiten und ein Like-It-Button oder kann man da irgendwo sich mal beteiligen mit einem Klick. Ist zwar eine Meinungsäußerung, ist aber in dem Sinne ja noch nicht eine Teilhabe am demokratischen Meinungsbildungsprozess mit Nachhaltigkeit. Also ist schon mal etwas, man macht sich den Kopf, aber also, deshalb die Frage, ich habe erhebliche Probleme, wenn jeder identifiziert werden würde und sich beteiligt, natürlich nachvollziehbar beteiligt, allen, ich meine, bei Wahlen haben wir ausdrücklich in der Verfassung, die muss geheim sein, die darf auch nicht rückführbar sein, was dazu führt, dass es ganz schwierig ist, eben auch hier in Deutschland bisher mit den zur Verfügung stehenden Techniken eben dieses elektronische Voting zu haben und ich dann nicht mehr in ein Wahllokal oder so muss. Also, aber nach Formen zu suchen, wie kann man viel stärker Bürger erreichen, auch sich da einzubringen, kundzutun, nicht nur indem sie einmal einen Tweet absetzen oder ein Posting machen, sondern nachhaltiger, das finde ich ist aller Mühen wert. Das finde ich wirklich hervorragend, wenn das eine viel stärkere positive Verbreitung hätte und damit so ein bisschen eine Erwartungshaltung sich stärker realisieren würde. Was man da alles technisch machen kann, dürfen Sie mich nicht fragen, bin ich mit Sicherheit nicht die Kompetente. Aber wir haben zum Beispiel einige Vereinigungen in der FDP, die sich gerade mit diesen Fragen auch einer stärkeren Beteiligung durch alle möglichen digitalen Angebote befassen. Und das finde ich wirklich positiv, sehr eine positive Entwicklung des Internets. Hallo? Ja. Also, ja, ich finde die, guck mal, mein Vorredner, da stehe ich auch. Bezug zu dem, ich finde die Idee ziemlich erschreckend und freue mich, dass es keine Online-Wahlen gibt, dass ich große datenschutzrechtliche oder habe datenschutzrechtliche Bedenken. Und ich freue mich auch, dass ich anonym im Internet unterwegs sein kann, auch in sozialen Medien und da auch an politischen Debatten anonym teilnehmen kann. So dass zum Beispiel Arbeitgeber nicht sofort nachvollziehen können, dass ich in der Gay Group mich zum Thema, wann ist gerade wieder die heiße Stunde im Tiergarten veräußert habe und damit diskutiert habe gegen den CDU-Vorschlag, dass ich dagegen die Einzäunung des Tiergartens bin. Da will ich dann nicht, dass mein karitativer sozialer Träger sofort druckt, ach, lange mal, was haben wir denn hier für einen? Also ich bin ganz froh, dass da noch bestimmte Möglichkeiten sind, sich zu analysieren. Bezüglich der Möglichkeiten, da dann rauszufinden, wer dahinter so eine IP-Adresse steht, weiß ich nicht. Da gibt es ja auch Möglichkeiten, die noch zu verschleiern und. Das ist also ist insgesamt ein schweres Feld. Ich fand die Diskussion jetzt super spannend und sehr interessant. Das fand ich gut, wenn auch sehr erschreckend. Was mir insgesamt gefehlt hat, jetzt, weil ich immer meckern muss, jetzt als Kritikpunkt, ist auch so eine Einordnung in vielleicht so einen Rahmen einer weitergehenden, so einer metagesellschaftlichen Entwicklung, die ich, weiß ich nicht, da würde ich sagen, wir erleben gerade so eine Zeit, in der wieder in der politischen Debatte sehr viel restriktiver wird. Und mich hätte interessiert, zum Beispiel nicht nur zu erfahren, was ist Hate Speech, sondern welche Gruppen gehen auch mit dem Begriff hausieren, weil sie sie angeblich empfinden oder wer empfindet denn mehr Hate Speech? Ich zum Beispiel nicht. Wenn ich irgendwo Post hochlade und kriege da, weiß ich, 1000 Megakommentare, drücke ich auch blockieren und das Thema ist durch für mich. Andere machen dann fast raus auf. Also wer geht damit hausieren? Wie sind diese NGOs, die sich da in diesem Bereich engagieren, besetzt? Das hängt ja viel mit der SPD zusammen. Welche Gruppen hatten wir da? Wir hatten da die Amadeo-Antonio-Stiftung zum Beispiel ganz stark vertreten. Wo kommen die her? Welche Positionen werden da noch vertreten? Neue deutsche Medienmacher ist auch so eine Lobbytruppe. Also wer hängt dahinter? Und geht es nicht viel eher auch darum, so einen Begriff zu instrumentalisieren, auch so einen Begriff zu erweitern? Und gerade auch dieses vorauseilende Löschen aus Angst natürlich vor Repressionen, worum es ja letztendlich auch geht, geht es nicht auch darum, damit in bestimmte Positionen freiheitliche Denke lieber auszuschalten oder zu unterdrücken? Also wir haben jetzt zum Beispiel... Die Frage an jemanden konkret oder ans Podium? Ja, insgesamt. Also es ist so, was ich beobachte und was ich in der Debatte vermisse. Wir hatten jetzt neulich in der Humboldt-Uni eine Veranstaltung, da wurde eine Knesset-Abgeordnete irgendwie rausgebuht und rausgeschmissen von irgendwelchen Studenten. Also das ist natürlich ein schwer antisemitischer Vorfall, ging auch durch die Presse.
Wir haben es auch in anderen Universitäten in Europa erlebt, dass es immer restriktiver wird. Wir haben Gruppen, die nennen sich SJW, oder sie werden so genannt Social Justice Warrior, die mit einer recht totalitären politischen Agenda losgehen. Und da sehe ich Bezüge und da hätte ich gerade nochmal so eine Verortung. Wo kommt diese ganze Hate Speech-Debatte her und wen nutzt sie? Wen nutzt dann auch letztendlich diese Einschränkung unserer? Also vielleicht ganz kurz, ich glaube, ein Punkt, der ist zu Recht kritisiert worden im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungsverfahren, dass es viel zu wenig genau das gibt, was Sie angesprochen haben, nämlich mal auch eine Analyse über ja, Hate Speech, wo sie herkommt, welche Gruppierungen gesellschaftlicher Art, ziviler Art, in welchen Form von Zusammenschlüssen, politisch verortbar oder nicht, dahinter stecken, wo wird das gezielt benutzt. Da kann man jetzt ja Vermutungen äußern, wenn man manches sich ansieht. Also ich habe mal dieses Thema Flüchtlinge angesprochen und da, was mir von Einzelnen berichtet wurde, Frau Künast ist bekannt, wie sie auch angegangen wurde. Das kam natürlich aus einem gewissen politischen Bereich, einer ganz bestimmten politischen Auffassung, nicht nur Parteien zuzuordnen, sondern auch Umfeld von Parteien oder Bewegungen. Aber das mal stärker zu analysieren, jetzt nicht nur auf einen Bereich zu konzentrieren, da ist das jetzt im Moment relativ einfach oder eher ein bisschen durchsichtiger, aber es ist ja nur ein Fokus, ist ja letztendlich gar nicht mal das Erhellen eines weiteren Hintergrundes, das wäre ja das Minimum, was für eine ordentliche Gesetzgebung erforderlich wäre, um dann zu sagen, so eine Einschätzung in Form von Analysen oder Hinzuziehung anderer haben wir vorgenommen. Und weil wir genau sehen, aus welchen Bereichen das kommt, machen wir jetzt den und den Vorschlag. So wird allgemein nur das Wort Hasskriminalität verwandt, ohne dass es irgendwo eine rechtstatsächlichere, sagen wir, Aufhellung oder mal auch Erfassung oder Analyse gibt. Und deshalb ist das eben auch das Pferd von hinten aufgezäumt, weil man über etwas diskutiert, was nicht ausreichend rechtstatsächlich auch mit untermauert werden kann. Aber natürlich kann man darüber, wir haben uns in der Stiftung sehr mit rechten Populismus, mit Hintergründen vom Populismus befasst, auch dort mit Fachleuten Untersuchungen anstellen lassen. Also wir haben uns mit einem Aspekt dieser Entwicklung befasst, aber es ist ja nicht der alleinige. Ich würde da gerne auch nochmal was anschließen wollen. Ich habe nämlich ein paar Zahlen noch mitgebracht, die sich gar nicht so sehr darum drehen, von welcher Ecke jetzt um die Hasskriminalität kommt, sondern dass sich aber die Nutzer vor allen Dingen wünschen, dass man einfacher Fake News kennzeichnen könnte und dass man eigentlich auch mehr und neue Gesetze braucht, damit man Fake News und Co., so hieß es dort, schneller löschen kann. Also es gibt ja zumindest erstmal scheinbar einen Wunsch, also zumindest 80% der Befragten haben sich dafür ausgesprochen. Wie stehen Sie dazu? Naja, ich glaube, der Gesetzentwurf, der reflektiert das so ein bisschen, dass diese vermeintlich starke Betroffenheit da ist. Und das sage ich durchaus dann vielleicht sogar auch nochmal aus dem Sicht eines, der selber vielleicht davon betroffen ist. Ich bin selber nicht in der Türkei, wenn ich nicht in der Türkei oder zu Russland gebe, kann ich gar nicht vorstellen, was ich da an Bullshit abkriege, an Reaktionen, an Beschimpfungen von den üblichen Russland- und Türkei-Trollen und sowas. Das nervt. Und man gewöhnt sich aber auch dran, insofern bin ich Betroffener. Und diese Betroffenheit, die ist vielleicht unmittelbarer als in der Zeit, als ich als Journalist gearbeitet für Zeitungen, wo sozusagen ein Leserbrief im Arm mit gewissen Abstand kam und schon gefiltert war, vielleicht auch von der Leserbriefabteilung kam. Da war irgendwie ganz schön viele Filter, die es jetzt so nicht mehr gibt. Jetzt bin ich auffindbar auf Social Media, jetzt bin ich auffindbar mit einer E-Mail-Adresse im Netz. Und insofern wundert mich das gar nicht. Und der Gesetzentwurf, der reflektiert es ja auch die Betroffenheit von den politisch Handelnden, Heiko Maas und die Staatssekretäre, das auch in vergangenen Wochen mit einigen wieder auf Podien, da ist immer wieder letztlich so ein Subtext, da meinen wir, sie wissen ja gar nicht, was ich schon auf meinem Facebook-Profil, was ich schon auf Twitter erlebt habe, und da kann ich mir schon doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber nur, dass ich das sozusagen als Betroffener erlebe, heißt noch nicht, dass daraus sozusagen so eine fatale Regulierung folgen darf. Natürlich ist Betroffenheit wichtig für politisches Handeln, das ist irgendwie ganz wichtig, aber trotzdem muss man sich dann doch nochmal zurücknehmen. Das ist ja auch bei anderen Straftatbeständen so, dass, glaube ich, manchmal Leute mehr wollen, als, glaube ich, am Ende vielleicht aus guter menschenrechtlicher Sicht sozusagen erlaubt ist. Und ich glaube, da muss man die Menschenrechte einfach hochhalten und ich glaube, das versuchen wir an der Stelle. Ich glaube, es bringt ein Stück Verunsicherung zum Ausdruck.
man hat doch eine komplexe Entwicklung, das ist ein globales, ein weltweites Netz. Wir befassen uns hier mit ganz lokalen Betroffenheiten, die hier in Deutschland passieren, also man national jetzt versucht darauf reagieren. Und ich denke, das ist auch, glaube ich, politisch das Gefährliche auch an dem Gesetzentwurf, weil da versucht wird, diese Ängste aufzugreifen und es wird eine Erwartungshaltung geweckt, die nicht eintreten wird. Auch wenn das Gesetz so kommt, wird nach ein paar Monaten genau dieselbe Antwort wahrscheinlich bei den Befragungen kommen, weil sich da eben nichts dran ändert. Weil sie können Falschnachrichten damit nicht wegbekommen, weil Falschnachrichten nicht verboten sind. Dass man sich überlegt, bei Social Bots ist es die Debatte, die man jetzt zur Meinungsbildung einsetzt, die werden in vielfältiger Form eingesetzt, ob es da irgendeine Form von Kennzeichnung gibt. Das heißt, ich weiß, ich kommuniziere mit einer Maschine und nicht mit irgendeiner Person. Über sowas kann man ja nachdenken, aber national bringt es natürlich auch nichts, weil dann sind die im Ausland und da gelten die Regelungen nicht. Aber ich empfinde das als wirklich so ein Stück dieser Verunsicherung. Es ist unüberschaubarer geworden. Man hat auch weniger Einflussmöglichkeit. Und man merkt, auch wenn vielleicht hier etwas passiert, jetzt möchte man vielleicht so einen Staat, der einem da ein bisschen mehr Schutz gibt, Rückendeckung gibt, einem irgendwie ein bisschen hilft. Aber eigentlich ist es eine Entwicklung, wo wir als Einzelne sehr viel mehr gefordert sind, als wir uns das vielleicht ursprünglich mal vorstellen können, als diese ganze Entwicklung begonnen hat. Und deshalb darf man auch nicht den Eindruck erwecken, jetzt helfen wir euch und am Ende ändert sich nichts. Dann ist die Enttäuschung, die Angst, Vertrauensverlust noch größer. Und das ist dann wiederum nicht gut für ja, unsere Gesellschaft und die Demokratie. Wir haben noch eine Frage. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Alfred Zepanek. Meine Frage schließt unmittelbar an die letzte Diskussion an. Und müssten wir von daher nicht auch wesentlich ernsthafter dagegen vorgehen? Bei mir hat das für mich etwas zu stark relativiert. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da muss man als erstes sehen, dass, was Sie gerade am Beispiel gebracht haben, Brexit gerade, aber auch amerikanische Wahl, mit dem Ergebnis, das für viele sehr überraschend kam, da kam ja nicht irgendwo von einer anonymen Seite her Falschnachrichten, sondern gezielt sind falsche Behauptungen von verantwortlichen Politikern, die für so ein Referendum, also Brexit, geworben haben, in die Welt gesetzt worden. Also da bräuchten wir jetzt gar nicht jetzt nur schauen auf soziale Netzwerke. Natürlich ist dadurch die Verbreitung viel größer. Aber wer hat die Zahlen gebracht? Ja, die hat der Johnson gebracht über wöchentliche Zahlungen von, was weiß ich, 130 Millionen Pfund an die EU, allen möglichen Schwachsinn. Und da kann man sich fragen, wie organisiert man dagegen, denn auch eine richtig wahrnehmbare Meinung, die mal sagt, stimmt nicht, 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt hinzu, dass das natürlich die Falschnachrichten auch in die Welt setzen. Interessiert natürlich nicht, wie es richtig ist. Und viele Empfänger interessiert es auch nicht, weil sie einfach eine Haltung haben, die vollkommen unabhängig von Fakten, alternativen Fakten oder irgendetwas anderes ist. Das heißt, man, und das kann ich ja nicht irgendwie verbieten, das geht ja nicht. Da komme ich ja damit nicht in den Griff. Das ist ja von Politikern selbst in die Welt gesetzt, weil man ein gewisses Ergebnis damit haben wollte, ohne dass man ein bisschen Weitsicht hatte. Also ich meine, vielleicht müsste man Tests haben für Politiker, dass die mal gewisse Intelligenztests und sonstig bestehen müssen, bevor man sie auf die Menschheit lässt, in verantwortlicher Position. Aber das ist jetzt nicht eine ganz liberale und ernst gemeinte Bemerkung gewesen. Ich denke, wir müssen uns damit beschäftigen, wie können wir dem Fakten so entgegensetzen, dass die auch eine Verbreitung haben, dass die nicht als irgendwie ein bürokratischer oder technischer Quatsch dann abgetan werden, sondern wie mobilisiere ich möglichst viele, dann auch dagegen zu halten und dann wirklich eine Debatte zu haben und nicht nur so Behauptungen, die natürlich unter Nutzung dann auch der Möglichkeiten in den sozialen Medien, aber generell im Internet, um die eben sehr zu verbreiten. Wie entwickle ich daraus Gegenstrategien? Dafür hat Franz Josef Strauß aus Veranstaltungen den politischen Gegner massiv angegriffen, vielleicht auch mal beleidigt und das mobilisierte andere, da waren die auch nicht so zimperlich, dagegen zu halten. Das heißt, das war in einer ganz anderen Öffentlichkeit und im Diskurs, da konnte ich mir eine Meinung bilden. Und da haben wir auch richtig was gesagt wurde. Und ich glaube, darauf müssen wir
Energien konzentrieren. Da gibt es auch. Gibt es verschiedenste Initiativen, wir unterstützen welche auch als Stiftung, aber das ist alles nicht ausreichend bisher. Da gebe ich Ihnen recht. Das braucht eine ganz andere, auch eine Begeisterung, auch irgendwie eine ganz andere innere Beteiligung ganz vieler Menschen da, weil sie sagen, das kann doch wohl nicht sein, nur weil die da dauernd Quatsch erzählen, wie die Europäische Union kaputt. Das ist ja etwas, was da am Ende stehen könnte und das darf natürlich nicht mit Falschnachrichten passieren. Also mehr als ein Weckruf war das. Und ich glaube, es wird noch zu wenig auch für diese Motivation getan, da abgegeben zu haben. In diesem Sinne würde ich einfach Sie alle damit entlassen, Ihre eigene Verantwortung wahrzunehmen. Ich glaube, das ist vielleicht das Beste, was wir Ihnen mitgeben können am Ende dieser Diskussion. Vielen Dank, dass Sie alle da waren und natürlich auch vielen Dank an alle Gäste auf dem Podium. Danke.